Frau Dr. Fischer vom Institut für Tumorfatigue-Forschung ist Vorstandsmitglied der Deutschen Fatigue-Gesellschaft und wissenschaftliche Leiterin der Tumorfatigue-Sprechstunde bei der Bayerischen Krebsgesellschaft, die ja mittlerweile an 10 Standorten in Bayern stattfindet. Frau Dr. Fischer, Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einführung, Herr Ammer, begrüße alle Teilnehmenden auch sehr herzlich, freue mich, dass Sie zuhören wollen und einfach erfahren wollen, was es im Bereich der Fatigue vielleicht sogar Neues gibt, was Sie noch nicht kennen. Hat Ihnen denn schon mal jemand oder haben Sie schon mal jemandem gesagt, dass Sie sich müde und erschöpft fühlen? Und dann hat derjenige gedacht oder gesagt vielmehr, halt, jetzt muss ich ja weiterkommen, so. Hat derjenige zu Ihnen gesagt, ja, ich bin auch oft müde. Das liegt am Wetter. Oder er hat gesagt, schlaf dich doch einfach mal gründlich aus. Der hat es nicht böse gemeint, der andere, sondern er weiß es einfach nicht besser. Er weiß nicht, dass eine tumorassoziierte Fatigue was anderes ist als die normale Müdigkeit bei gesunden Menschen. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen da ein bisschen was erzählen kann. Was den Sprachgebrauch betrifft, so sehen Sie mir bitte nach, dass ich einfacher das normale Maskulinum verwende, weil das wird sonst von der Sprache her zu kompliziert, aber es sind immer alle Menschen gemeint, die sich angesprochen fühlen. Ich würde gerne damit beginnen, Ihnen zu zeigen, was die tumorassoziierte Fatigue ist und erkläre Ihnen dann etwas zum Thema Ursachen und Einflussfaktoren, zur Diagnostik, wie man damit umgeht, was man dagegen tun kann. Frau Fischer, Frau Dr. Fischer, Sie müssten Ihre Präsentation noch einmal starten. Wir sehen die noch nicht. Aber Okay. lassen Sie sich gerne Zeit. Bildschirm freigeben. Probieren Sie das einmal. Von mir noch der Hinweis. Ich dachte, Sie wollten schon starten, Hatte ich Herr schon Professor. gestartet? Jetzt sehen wir es auch. Aber Jetzt sehen Sie es? wir sehen es. Ich nutze die Chance einfach mal, um allen noch Okay. mal zu erklären. Sie werden heute immer wieder so ganz kurze Tonaussetzer hören. Das hat nichts mit Frau Dr. Fischers Technik zu tun, nicht mit meiner. Das ist heute tatsächlich den ganzen Tag schon ein Problem bei Zoom, das der Anbieter der Plattform noch nicht lösen konnte. Einfach das nur als Hinweis. Bei Ihnen ist nichts kaputt, bei uns auch nicht. Das geht vielleicht weg, vielleicht nicht. Frau Dr. Vielleicht nicht. Fischer, ich Aber auf übergebe. jeden Fall, Sie sehen jetzt meine Präsentation, Sie Absolut. sehen jetzt meine Schaubilder, na dann ist doch Ja. alles gut. Also ich würde gerne damit beginnen zu erläutern, was ist Fatigue, worum geht es da eigentlich, wo kommt es her, was beeinflusst die Fatigue, wie sieht eine vernünftige Diagnostik aus? Es geht ja um die Frage, ist es Tumorfatigue oder ist es vielleicht ganz was anderes? Was kann man dagegen tun? Und Sie werden sehen, man kann eine ganze Menge dagegen tun. Und dann würde ich Ihnen gerne die Tumorfatigue-Sprechstunde der Bayerischen Krebsgesellschaft vorstellen, also das, was wir da machen. Und dann ganz zum Schluss noch kurz auf die Evaluationsstudie eingehen. Wir hatten nämlich das Glück, dass wir eine Studie durchführen dürfen und um herauszufinden, ob das, was wir machen, wirklich für die Patienten angebracht ist oder ob wir was besser machen können. Was ist tumorassoziierte Fatigue? Fatigue ist ein französisches Wort und bedeutet Müdigkeit. Müde kann man aus vielen Gründen sein. Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel kommen bei vielen Phänomenen vor, bei anderen Erkrankungen. Es sind einfach viele Menschen immer wieder müde und erschöpft. Um von einer Tumorfatigue sprechen zu können, muss es etwas mit einer Krebserkrankung zu tun haben. Das heißt, derjenige müsste eine Krebserkrankung haben oder gehabt haben. Fatigue ist etwas, was den ganzen Menschen umfasst. Wir haben drei Ebenen. Einmal eine körperliche Ebene, eine geistige Ebene und eine seelische Ebene. Es sind nicht immer alle drei Ebenen betroffen, aber es kann sein und die körperlichen Symptome sind immer die, die für die Patienten am belastendsten sind. Körperliche Symptome, wenn Sie sich das anschauen, da berichten die Patienten über eine starke und unübliche Müdigkeit. Auf das unüblich werde ich noch eingehen. Manche berichten, sie haben ein Schwächegefühl, die Glieder sind so schwer. Man schläft schlecht, man schläft entweder zu viel, wacht gar nicht mehr richtig auf oder schläft viel zu wenig und man erholt sich nicht, wenn man sich ausgeruht hat. Anders als bei der normalen Müdigkeit, wenn man sich hinlegt und wieder aufsteht, ist man wach. Das ist man bei der Tumorfatigue nicht unbedingt. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man sich angestrengt hat, dass man eine lange Erholungszeit braucht. Unsere Patienten in der Fatigue-Sprechstunde beschreiben das so. Ich bin überhaupt nicht mehr belastbar. Egal, was ich mache, ich habe das Gefühl, ich kriege nichts mehr zustande. Ich mache das Frühstück und danach muss ich mich schon wieder hinlegen. Ich bin einfach nur platt.
Ich frage mich am Morgen, ob ich überhaupt geschlafen habe. Ich war doch die ganze Nacht im Bett und ich wache morgens auf und ich bin todmüde. Wenn ich ein Fenster geputzt habe, bin ich völlig fertig. Eigentlich habe ich den Eindruck, ich bin nie richtig ausgeruht. Wie wenn ich die ganze Weltkugel ziehen müsste. Alles wie Blei. Auf der geistig-kognitiven Ebene dominieren Beschwerden Symptome wie es ist schwierig, sich auf etwas zu konzentrieren und es treten Gedächtnisprobleme auf. Manchmal kommen auch Wortfindungsschwierigkeiten dazu. Unsere Patienten beschreiben das so. Als Arzthelferin muss ich mir viel merken, aber ich kann nicht. Ich bringe die Patienten durcheinander, ich verwechsel die Namen. Ich bespreche etwas und vergesse in der nächsten Sekunde, worüber wir geredet haben. Ich schreibe mir alles auf und dann vergesse ich, wo ich den Zettel hingelegt habe. Früher hatte ich doch alle Geburtstage im Kopf. Ich wusste genau, wer welches Fest zu feiern hat. Es ist alles weg. Mein Sohn sagt, das habe ich dir doch schon dreimal erzählt. Hör doch endlich mal zu. Ich will was sagen und mir fallen die Worte nicht ein. Auf der seelischen Ebene haben wir wieder andere Symptome. Die meisten Patienten berichten, dass sie weniger Interesse haben, auch an schönen Dingen, an Dingen, die sie eigentlich gern machen. Das Interesse lässt nach. Man muss sich richtig zwingen, etwas anzupacken. Man kommt nicht in die Gänge. Der innere Schweinehund ist so stark. Und das Ganze macht sehr traurig und frustriert viele Patienten. An der Stelle gleich der Hinweis, dass das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Depression oder mit Depressionssymptomen hat. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied. Bei den Fatigue-Patienten ist es häufig so, dass die Interesse verloren haben, weil sie gemerkt haben, ich kann es ja doch nicht. Das ist was anderes, als wenn das so von sich aus dem Nichts kommt. Und man muss sich oft auch wirklich zwingen, etwas anzupacken, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht geht. Eine Fatigue ist keine Depression. Es gibt natürlich Patienten, die haben beides, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Unsere Patienten beschreiben das so. Ich fühle mich wertlos und überflüssig. Wozu soll ich denn morgens noch aufstehen? Ich schaffe ja doch nichts. Ich habe Angst. Ich muss ja wieder arbeiten gehen. Ich muss ja Geld verdienen. Wie soll ich denn das in 3 Monaten wieder anfangen können? Jetzt bin ich 36 Jahre alt geworden. Das Leben geht völlig an mir vorbei. So will ich nicht leben. Ich habe mir Fitnessgeräte gekauft. Man hört ja immer, man soll viel Sport machen. Und die stehen jetzt rum, ich kann mich nicht aufraffen. Ich habe Angst um meine Ehe. Mein Mann muss auf so vieles verzichten. Die tumorassoziierte Fatigue ist etwas anderes als die normale Müdigkeit. Das hat Herr Ammer am Anfang schon angedeutet. Insbesondere steht die Müdigkeit in keinem Verhältnis zu dem, was man vorher gemacht hat. Und man hat eine lange Erholungszeit und könnte sich eigentlich immer wieder nur erholen. Wir haben in unserer Sprechstunde Patienten gefragt, ob sie Unterschiede nennen können zwischen der tumorassoziierten Fatigue und der normalen Müdigkeit. Und schauen Sie mal, 92%, fast alle sagen ja, das ist etwas anderes. Und wenn Sie die Beispiele anschauen, dann sagen die, naja, die normale Müdigkeit ist rechtschaffen. Ich habe was gemacht und den ganzen Tag gearbeitet. Ich war den ganzen Tag wandern und dann bin ich müde und das ist ja auch ganz normal. Ich habe das Gefühl, meine Batterie wird nie mehr richtig aufgeladen. Ich kann mich ausruhen, ich kann in Urlaub fahren und es ist immer dasselbe. Die Erschöpfung kommt viel schneller. Früher konnte ich doch auch den ganzen Tag was machen und jetzt geht das nicht mehr. Und die Erschöpfung ist viel stärker. Da ist der ganze Körper mit drin. Der ganze Körper hat Fatigue, ist müde. Das ist so bleiern. Es fühlt sich ein bisschen an wie die Müdigkeit bei einer Grippe. Aber es stimmt auch nicht so ganz. Ich habe übrigens auch Patienten gesehen, die gesagt haben, es ist auch anders als bei einer Depression. Es fühlt sich auch anders an. Also Patienten, die beides kennen, sagen, das ist nicht dasselbe. Und das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Die letzte Nennung, das kann keiner nachvollziehen, der es nicht selber erlebt hat. Tumorassoziierte Fatigue kann zu jedem Zeitpunkt der Tumorerkrankung beginnen. In aller Regel ist das plus minus zum Zeitpunkt der Tumordiagnose und der Tumortherapie. Das betrifft so im Jahr davor und im Jahr danach, so um diesen Zeitraum der Diagnostik und der Therapie, ungefähr 70% der Patienten, die wir sehen. Aber es gibt auch Patienten, da fängt das viele Jahre vorher an.
bis zu 10, 15 Jahre. Da muss man sich dann natürlich überlegen, ob das mit der Krebserkrankung was zu tun hat. Und ich denke nicht. Ich denke, da ist eine andere Form der Müdigkeit. Und wenn dann noch der Krebs dazukommt, dann kommt das vielleicht noch obendrauf. Aber das ist ein relativ schwieriges Kapitel. Da muss man genau hingucken. Und wir sehen auch Patienten, die fangen Jahre nach der Therapie mit der Fatigue an. Auch das muss nicht unbedingt was mit dem Krebs zu tun haben. Es kann in manchen Fällen eine Spätfolge der Tumortherapie sein. Auch da muss man schauen, was es eigentlich ist. Es ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Sehr viele Patienten haben Fatigue. Der Fachbegriff für die Häufigkeit ist Prävalenz. Und da gibt es eine ganze Menge Studien, mit denen man schauen kann, wie viele sind das denn eigentlich? Man darf die Zahlen nicht zu wörtlich nehmen, weil das immer von der Methodik abhängt, wie das gemessen wird. Also wenn Sie jemanden fragen, waren Sie in den letzten 24 Stunden müde, dann bekommen Sie eine viel höhere Zahl, als wenn Sie jemanden fragen, ob er im letzten Monat häufig müde war. Aber immerhin kann man sagen, während der Tumorbehandlung sind es ca. 80%, die über Erschöpfung klagen. In der Nachsorge noch 20-50%. Selbst wenn die Krebserkrankung überwunden ist, wenn eine Vollremission vorhanden war, sind es ca. 30%. Und bei den Patienten, die, es ist für Sie vielleicht interessant, weil es ja eine Survivors-Veranstaltung ist, die noch länger als 3-6 Monate nach der Therapie müde sind, sind ungefähr 25-50%. Auch da sind die Zahlen vorsichtig zu genießen. Ich bin auch nicht so sicher, ob man wirklich sagen kann, nach 3-6 Monaten wird es chronisch. In der Deutschen Fatigue-Gesellschaft sagen wir, es kann auch schon ein Jahr anhalten, wenn es eine belastende Therapie war, bis der Körper sich regeneriert hat. Aber sei es drum. Sie sehen auf jeden Fall, es kommt häufiger vor, als man vielleicht denkt. Und alle, die jetzt zuhören und Fatigue haben, erkennen, ich bin damit nicht allein. Das ist ein Phänomen, was sehr häufig auftaucht. Und das ist etwas, was man sich auch wieder gut vorstellen kann. Wenn man müde ist, kommt darauf an, wie stark die Fatigue ausgeprägt ist. Aber wenn sie stark ausgeprägt ist, je stärker sie ausgeprägt ist, umso mehr wird das Leben beeinträchtigt. Wenn wir da eins weitergehen, der Einfachheit halber auch wieder Aussagen von unseren Patienten. Ja, natürlich bin ich beeinträchtigt. Ich muss ja finanziell für mich sorgen, aber ich schaffe den Job nicht. Wie soll ich das dann machen? Ich bin alleinerziehend, ich habe ein kleines Kind, ich brauche das Geld. Ich kann mich mit keinem mehr streiten, ich halte den Stress nicht mehr aus. Alles, was irgendwie eine Belastung ist, ist mir einfach zu viel. Dann gebe ich lieber nach, auch wenn es mich oft ärgert. Wir wollen so gern ein Baby, aber wie soll ich das schaffen, wenn ich nachts aufstehen muss, wenn ich nachts stillen muss, wenn das Kind nachts Probleme hat, wenn es krank wird, wie soll ich das machen, wenn ich selber so viel schlafen muss? Ich hatte mal eine Patientin, die hat mir erzählt, hatte zwei kleine Kinder, dass sie die um 17 Uhr ins Bett bringt, damit sie rechtzeitig selber ins Bett kommt. Da waren die 2-3 Jahre alt. Und die Frage war für mich damals schon, wie lange machen Kinder das mit, dass sie um 5 ins Bett gehen, damit die Mama schlafen kann. Das sind also wirklich große Probleme. Auch wenn man alte Eltern hat, um die man sich kümmern soll. Viele begreifen nicht, dass es die Fatigue gibt. Also unabhängig von Eltern begreifen es auch viele andere Menschen nicht. Und das führt dazu, wenn man sich um alte Eltern, pflegebedürftige Angehörige kümmern muss, dass man oft ein schlechtes Gewissen hat, weil man dem nicht gerecht werden kann. Die Fatigue beeinträchtigt mich natürlich. Das hindert mich, irgendwo hinzugehen. Ich kann an nichts teilnehmen. Ich bin einfach müde und ich kann es vor allem auch nicht planen. Wenn ich mich heute zu irgendeiner Veranstaltung anmelde, wenn ich Pech habe, bin ich müde und muss absagen. Und es ist nicht nur der Alltag, der nicht mehr so läuft, wie er laufen soll, sondern auch die Compliance wird eingeschränkt. Das ist etwas, was wir in unserer Sprechstunde auch erfragt haben. Also Compliance heißt die Therapietreue. Kann ich das umsetzen, was der Arzt mir empfohlen hat? Und wir haben gefragt, werden Sie durch die Müdigkeit gehindert, ärztliche Empfehlungen umzusetzen? Und immerhin, 20% sagen ja. Ich kriege die Medikamenteneinnahme nicht auf die Reihe. Ich vergesse das. Ich muss das irgendwie sortieren. Das schaffe ich nicht. Wenn ich zum Arzt gehen soll, zur Blutabnahme, soll 400 Meter laufen, anders komme ich da nicht hin. Das habe ich nicht gemacht. Das war mir zu weit. Das kann ich nicht laufen. Ich vergesse Arzttermine. Übrigens manchmal auch die Termine in der Fatigue-Sprechstunde. Und ein besonders tragischer Satz. Ich will auch keine neue Chemotherapie mehr, wenn ich die jemals bekommen müsste. Ich bin einfach zu müde zum Kämpfen.
Man darf das nicht verallgemeinern. Wir sehen auch Patienten, die sind relativ wenig beeinträchtigt. Wir sehen Patienten, die sind ein bisschen bis mittelmäßig müde. Die kommen im Leben im Normalfall ganz gut zurecht. Aber es gibt eben auch welche, die sind sehr stark beeinträchtigt und da wird es dann zum Teil schwierig. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auch sehr belastend für die Patienten ist. Das ist schwierig, damit vernünftig umzugehen. Sind die Patienten belastet, weil sie Fatigue haben? Ja, das belastet mich sogar sehr, weil ich mich wie eine alte Frau fühle, obwohl ich doch noch so jung bin. Weil ich nicht mehr für meine Familie sorgen kann und die baden das jetzt aus. Nur weil ich Krebs gekriegt habe, habe ich das jetzt. Weil ich abends nicht mehr ausgehen kann. Ich habe den Alltag irgendwie recht und schlecht durchgestanden. Ich war vielleicht ein bisschen berufstätig, war irgendwie im Büro. Ich habe den Garten ein bisschen was gemacht und dann ist alles vorbei. Ich habe so eine Wut auf die Fatigue. Wofür habe ich denn den Krebs besiegt, dass ich jetzt nicht mehr am Leben teilhaben kann? Es belastet mich sehr, weil ich ja gar nicht weiß, wo das alles hinführt. Ich habe so viel Angst. Und ich will doch meinen Kindern ein Vorbild sein. Und ich schaffe es einfach nicht. Ich will zeigen, dass man fleißig sein muss. Und ich hänge nur noch rum. Und dann kommen zu der Belastung dazu, zu dem seelischen Leid, leider oft auch die Reaktionen des sozialen Umfelds. Nicht jeder versteht, dass ein Krebspatient Fatigue haben kann. Viele wissen das überhaupt nicht. Das ist etwas, wenn jemand noch in der Tumortherapie ist oder er hat die Diagnose bekommen, dann wird es verstanden. Es ist eine schlimme Diagnose, es ist eine belastende Therapie, da darf man müde sein. Bei denen, die das aber alles gut überstanden haben, bei den Patienten, die als geheilt gelten, wird es nicht mehr ohne weiteres akzeptiert. Da kommen dann oft so Antworten wie, ja, du warst doch beim Arzt, du bist gesund, du hast doch nichts. Und wenn ich von meiner Sprechstunde ausgehe oder von der Zeit, wo ich die Sprechstunde in Nürnberg noch selber gemacht habe, ich hatte nicht einen einzigen Patienten, der schlecht ausgesehen hat. Die sehen alle ganz normal aus, wie wir alle. Und das macht es so schwierig für fremde Menschen, das zu begreifen. Meine Frau sagt, überlass nicht alles mir, mäh doch jetzt du endlich mal den Rasen. Mein Mann fragt, warum ist nicht aufgeräumt? Und wenn ich sage, dass ich zu müde war, sagt er, ja, ich bin auch ganz oft müde und mache meinen Job. Das ist in aller Regel nicht böse gemeint. Man muss die Angehörigen, Freunde vielleicht ein bisschen verstehen. Die haben natürlich unter der Krebserkrankung auch sehr gelitten, haben viele Aufgaben übernommen und wollen, dass sich das Leben wieder normalisiert. Nur ist das natürlich nicht zielführend, weil derjenige, der die Fatigue hat, macht es ja nicht mit Absicht. Und das ist etwas, wo ich Sie darum bitte, das auf sich wirken zu lassen, weil das immer wieder in der Sprechstunde aufgefallen ist, dass die Patienten verunsichert sind. Es ist eine gesundheitliche Störung. Dafür können sie nichts. Niemand kann was dafür. Man hat auch nichts falsch gemacht. Das bildet man sich auch nicht ein. Fatigue ist real. Ich hatte eine Patientin, die hat mir erzählt, sie hat sich 7 Monate nicht zu mir getraut aus Angst. Ich würde sie auslachen, weil das doch alle sagen, sie sind müde und sie wollte nicht den Eindruck erwecken, dass sie spinnt. Nein, sie spinnt nicht. Die Betroffenen wollen sich nicht vor der Arbeit drücken. Das sind keine Drückeberger, ganz im Gegenteil. Sie wollen etwas leisten und normal am Leben teilnehmen. Und sie sind frustriert und traurig, weil sie das nicht können. Das ist auch für die Angehörigen wichtig, dass das wahrgenommen wird. Ich hatte, solange ich Sprechstunde gemacht habe, und es war sehr lange, niemals die Situation, dass irgendjemand übertrieben hat, irgendjemand so getan hat, als hätte er die Fatigue, ohne dass er sie hat. Und wir können das ganz gut mittlerweile diagnostizieren. Die meisten Menschen oder eigentlich alle Menschen, die wir gesehen haben, wollen etwas leisten. Kommen wir zu dem nächsten Kapitel, Ursachen und Einflussfaktoren. Das Kapitel wird nicht so lange gehen, weil man da wirklich zu genau hinschauen muss im Einzelfall. Das lässt sich im Rahmen so eines Vortrags nur anreißen. Ich habe Ihnen hier ein Schaubild gemacht. Da steht ganz oben Tumorerkrankung und die Tumortherapie. Sie sehen aber schon an den vielen Kästchen, dass es eben anders, als man oft denkt, nicht nur die Tumorerkrankung ist und auch nicht nur die Tumortherapie. Natürlich, das ist die Voraussetzung. Ohne das würde man eine Tumorfatigue nicht diagnostizieren können. Aber es können auch andere Faktoren mit dazukommen, zum Beispiel andere Erkrankungen, die man so hat. Wir haben bei vielen, also, oder anders, viele Tumorpatienten sind
nicht mehr die allerjüngsten und da nehmen andere Erkrankungen zu. Also wir haben in unserer Sprechstunde das mal gezählt. Wir hatten, glaube ich, um die 90%, die noch zusätzliche andere Erkrankungen haben. Da ist nicht jede Krankheit interessant, sondern relevant sind Krankheiten, die als Symptomatik auch Müdigkeit haben, also die besonders. Das können Erkrankungen des Herzens sein, eine Herzschwäche. Da kann an der Lunge was nicht stimmen. Die Leber hat vielleicht ein Problem. Es kann eine Infektion sein. Vielleicht hat jemand Corona gehabt. Es kann irgendwie ein Reizdarmsyndrom sein. Es kann alles sein, was zur Müdigkeit, was Müdigkeit auch hat und was eben zur Müdigkeit des Krebspatienten beiträgt. Natürlich kommen dann dazu auch die Medikamente, die man dafür einnimmt. Auch da gibt es eine ganze Menge, die als Nebenwirkung Müdigkeit und Erschöpfung haben. Der nächste Punkt ist der Bereich chronische Schmerzen. Sie können sich vorstellen, wenn jemand ständig Schmerzen hat, dass das auch nicht so einfach ist, dass das auch ermüdet und belastet und den Körper unheimlich stresst. Wir haben den Bereich der Schlafstörungen. 30-60% der Krebspatienten haben Schlafstörungen. Das hat oft was mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun. Krebs kann den ein bisschen in Unordnung bringen. Dazu kommt vielleicht aber auch das Verhalten von, naja, ich würde nicht sagen von vielen Menschen, aber in der heutigen Zeit doch. Dann wird nachts nochmal schnell aufs Handy geguckt, ob ein WhatsApp gekommen ist oder sonst irgendwas. Und damit kann man diesen zirkadianen Rhythmus, also den Tag-Nacht-Rhythmus, der durch Sonnenlicht und Dunkelheit bestimmt wird, einfach durcheinander gebracht. Und es ist klar, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann ist man tagsüber müde. Ich hatte neulich eine Patientin am Telefon, die hat mir erzählt, sie schläft nur 3 Stunden in der Nacht. Ist die Frage, warum sie das so genau weiß, weil eigentlich soll man das gar nicht kontrollieren. Aber sie hat mir glaubwürdig versichert, sie schläft so wenig Stunden. Und dann ist es kein Wunder, dass man am nächsten Tag müde und erschöpft ist. Eine Rolle spielen kann die Ernährung. Es gibt mittlerweile auch Therapieformen für die Behandlung der tumorassoziierten Fatigue. Da komme ich nachher auch noch kurz drauf zu sprechen. Es kann sein, wenn jemand nicht gut essen kann, weil er vielleicht durch die Chemotherapie oder was auch immer keinen guten Geschmack mehr hat oder der irgendwie sonst ein Problem hat, der nicht gut schlucken kann, der vielleicht Zahnprobleme hat, nicht kauen kann, der sich nur von Fastfood ernährt. Das kann sein, dass das ein kleiner Baustein ist, der zu der Erschöpfung beiträgt. Ein wichtiger Punkt ist das Thema mangelnde Fitness. Wir wissen aus Studien und auch aus, wenn man sich so umschaut, wenn jemand körperlich nicht fit ist, weil er sich nie vernünftig bewegt hat, weil er eigentlich keine Lust hat, rauszugehen, Sport zu treiben, sich irgendwie zu bewegen, dass der einfach ein höheres Risiko für eine Fatigue hat und dass der dann auch schlechter wieder rauskommt. Und Sie kennen das alle, wenn Sie mal eine Infektion hatten. Sagen wir mal, Sie hatten eine Grippe und Sie mussten mit Fieber ein paar Tage im Bett liegen. Vielleicht eine Woche oder auch 14 Tage. Wenn Sie dann aufstehen, was merken Sie dann? Ja, die Beine sind wie Gummi, das ist alles so wackelig. Und das genau haben wir, wenn man sich auch während oder schon vor einer Krebserkrankung, aber auch während der Krebserkrankung überhaupt nicht bewegt. Das verschlechtert die Fatigue und darum ist das auch ein wichtiger Ansatzpunkt, um das dann zu verbessern. Und der letzte große Bereich, wobei es gibt noch mehr, das sind nur Beispiele, sind seelische Belastungen. Da kommt jetzt die Depression mit ins Spiel. Es gibt Krebspatienten, die haben eine Depression, unabhängig von der Krebserkrankung. Und Müdigkeit ist ein Hauptsymptom einer depressiven Erkrankung. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man ohnehin schon depressiv ist und ist deshalb schon ein bisschen müde und bekommt dann noch eine Fatigue dazu, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ängste, wenn Ängste da sind, vorm Rezidiv, was auch immer für Ängste. Sie kennen bestimmt den Satz, man ist vor Angst wie gelähmt. Das mag da auch mit reinspielen. Und dazu kommen die ganzen Sorgen, die alle anderen Menschen auch haben. Also bei Krebspatienten Sorgen vor dem weiteren Verlauf der Krebserkrankung vielleicht, aber auch Belastungen im Beruf, Probleme im Beruf. Vielleicht wird man gemobbt, vielleicht hat man Konflikte im familiären Umfeld, vielleicht hat man Streit mit den Kindern oder mit den Eltern. Man hat Erkrankungen in der Familie, Probleme bei der Bewältigung des Alltags. Also all das, was andere Menschen auch haben, das bleibt ja bei einem Krebspatienten nicht weg. Und wenn das dann noch oben drauf kommt, das kann einen dann schon in die Knie zwingen. Da unten dieses Fragezeichen,
heißt, dass man in vielen Fällen nicht so genau weiß, wo die Fatigue herkommt. Da werden dann Mechanismen diskutiert, wie zum Beispiel, dass die Immunregulation nicht ganz stimmt, dass vielleicht Entzündungsfaktoren im Körper vorhanden sind. In neuester Zeit diskutiert man das Thema Mikrobiom, die Darmflora stimmt vielleicht nicht. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das nichts ist, was schon belastbare Aussagen hat und vor allem, weil es nichts ist, wo wir Möglichkeiten haben, das zu behandeln. Aber das gibt es auch. Und generell gilt, das werden Sie nachher auch noch deutlicher sehen, es ist in aller Regel eben nicht nur ein Faktor, sondern meistens kommen noch andere Faktoren dazu. Und zum Beispiel, und weil das eben so ist, es gibt ja Patienten, das hatte ich anfangs auch gezeigt, bei dieser Prävalenz, dass es nicht jeder hat. Also bei den Patienten unter einer Tumortherapie sind es 80% und 20% eben nicht. Und das hat Forscher dazu gebracht, mal zu gucken, gibt es denn Risikofaktoren? Gibt es Menschen, die ein höheres Risiko für die Ausprägung einer Fatigue haben? Und dann sehen Sie hier, das hatte ich schon angedeutet, wenn jemand schon vorher depressiv war zum Beispiel, der ist dann sowieso schon ein bisschen geschwächt, wenn jemand Ängste hat. Es trifft häufig auch die Einsamen, die vielleicht nicht so ganz wissen, wie sie den Tag verbringen, die keine Tagesstruktur haben, warum auch immer. Es trifft Patienten mit einer Neigung zur Katastrophisierung. Sie alle kennen Menschen, die mit Problemen besser umgehen können und andere können das eben nicht. Und es gibt Menschen, die sich über alles aufregen. Also wirklich so ziemlich über alles. Sie fahren mit dem Auto wohin, dann trödelt ein Autofahrer vor Ihnen, da kann der dann schon ausflippen. Nicht, dass ihm das irgendwas nützt, aber wenn man so veranlagt ist, dann kommt man mit so Belastungen, wie sie eine Fatigue mit sich bringt, in aller Regel noch viel schlechter zurecht. Über die körperliche Aktivität, die fehlende Fitness, hatte ich schon gerade was gesagt. Aber interessant ist hier vielleicht auch der Bereich frühkindliche Traumatisierungen. Und da rede ich von den ersten beiden Lebensjahren, wenn das Kind da nicht gut in die Familie eingebunden wurde, wenn es dieses Urvertrauen nicht entwickeln konnte, sei es, weil die Eltern krank waren, weil die Eltern sonstige Probleme hatten, weil das Kind zu früh irgendwo hingegeben wurde, wo es sich nicht wohlgefühlt hat, das kann dazu führen, dass dann bestimmte Prägung ist und dass solche Menschen dann später leichter und empfindlicher auf andere Probleme reagieren und dann vielleicht auch leichter eine Depression kriegen oder eine Fatigue bekommen. Wenn schon Schlafstörungen vorhanden sind, wenn jemand schon vor der Krebserkrankung nicht gut geschlafen hat, dann wird es während der Krebserkrankung vermutlich nicht wirklich besser, weil der natürlich zusätzlich zu dem Grund, warum er vorher nicht schlafen konnte, jetzt noch die Sorge um die Krebserkrankung dazu bekommt. Es sind oft auch die Patienten mit Übergewicht. Es sind Patienten, die mehr als zwei chronische Erkrankungen haben. Und auch finanzielle Sorgen, wurde in der Studie gezeigt, begünstigen, eine Fatigue zu haben. Wenn man ständig, ich denke, es ist nicht nur die finanzielle Sorge, sondern es sind die Sorgen, wenn man viele Sorgen hat und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, dann hat man ein Problem. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der so einen Risikofaktor hat, unbedingt eine Fatigue ausprägen muss, aber es ist zumindest bei diesen Menschen wahrscheinlicher. Und wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, alle Erklärungsansätze der Tumorfatigue-Entstehung gehen von komplexen Vorgängen aus. Es ist nicht so einfach, wie man manchmal denkt und schon gleich gar nicht hilft der Satz, schlaf dich mal aus, dann wird es schon wieder. Meistens wirken mehrere Faktoren zusammen. Jemand hat die Krebserkrankung, jemand hat vielleicht, ist hier vielleicht empfindlich im Umgang mit Problemen, jemand hat vielleicht noch eine andere Erkrankung oder nimmt irgendein Medikament, was müde macht. Und dann sagen wir, ist die gemeinsame Endstrecke die tumorassoziierte oder auch tumorbedingte Fatigue. Und das heißt aber auch, und das ist mit einer der Gründe, warum wir unsere Fatigue-Sprechstunde ins Leben gerufen haben, wenn ich so jemandem helfen will, dann muss ich den ganzen Menschen betrachten. Dann reicht es nicht zu sagen, ach, Fatigue, machen Sie mal ein bisschen Sport, dann wird es schon wieder, sondern das reicht dann eben nicht, sondern man guckt sich alles an, ist dann zumindest ein vernünftiger Ansatz und weiß dann in etwa, was mit dem Patienten los ist und kann dann schauen, wie man ihm jetzt am besten helfen kann. Und damit sind wir schon bei dem nächsten Punkt. Wie kann man das diagnostizieren? Weil so ganz einfach ist es nicht. Wie gesagt, müde ist jeder. Also muss man gucken, hat derjenige eine tumorassoziierte Fatigue oder hat er es eben nicht?
Und da würde ich gerne auf die Vorgehensweise in der Bayerischen Krebsgesellschaft jetzt eingehen, weil wir das in einer Weise machen, die sich im Laufe der Jahre, und wir haben mit der ersten Sprechstunde 2013 begonnen, doch sehr bewährt hat. Also das Wichtigste ist, dass man mit den Betroffenen gründlich spricht. Also wir führen eine Anamnese durch, ein Gespräch zwischen dem Arzt und dem Patienten mit einem Anamneseleitfaden, den wir in der Deutschen Fatigue-Gesellschaft entwickelt haben und mit dem man versucht, wirklich vieles rauszukriegen. Also der Patient erklärt die Symptome. Was spürt er denn eigentlich? Wie zeigt sich bei ihm die Fatigue? Wie oft tritt das denn auf? Wie stark ist das Ganze? Ist er bloß ab und zu mal ein bisschen müde? So einmal in der Woche, einen Tag, gibt es auch. Auch solche können Fatigue haben. Oder ist das jeden Tag von früh bis abends? Wie schauen die Beeinträchtigungen aus? Beeinträchtigt das überhaupt? Wenn es ein Patient ist, der hat zwar Fatigue, aber der ist dadurch nicht beeinträchtigt, dann ist das nicht so relevant, wie wenn jemand sagt, ja, ich kann ja mein ganzes Leben nicht mehr richtig leben, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann mich um die Kinder nicht richtig kümmern. Also da ist ein gewaltiger Unterschied. Und ein ebenso wichtiger Aspekt, vielleicht diagnostisch mit einer der relevantesten aus meiner Sicht zumindest, ist die Frage, wann hat das Ganze angefangen? In welcher Situation hat das angefangen? Wenn mir jemand sagt, das hat im zweiten Zyklus der Chemotherapie begonnen, vorher habe ich das nie gehabt und ab da habe ich das, dann bin ich sehr schnell dabei zu sagen, das ist eine tumorassoziierte Fatigue. Wenn jemand sagt, das hat aber schon vor 5 Jahren angefangen, vor der Krebsdiagnose, dann würde man fragen, was war denn da los? Und wenn der dann sagt, naja, da war ich im Ausland, dann überlegt man, ob der sich da vielleicht was mitgebracht hat. Oder wenn der sagt, ja, da war mein Mann ist gestorben, mein Mann war furchtbar schwer krank und es war alles ganz schrecklich und wir sind doch pleite gegangen, dann wird man da mit einem Einflussfaktor identifizieren können. Und wie verläuft denn die Fatigue seitdem? Wird es besser, wird es schlechter und warum? Und das sind alles Dinge, die der Patient natürlich weiß und dir auch erzählen kann, wenn man ihn denn fragt. Und das ist etwas, was in der Medizin insgesamt, glaube ich, ein bisschen kurz kommt. Ich habe mal gelesen, dass man mit der Anamnese 80% der Diagnosen stellen kann, aber man muss halt die Zeit sich nehmen und die Zeit kann sich leider nicht jemand nehmen. Natürlich erfasst man auch die Tumorerkrankung. Was ist es für ein Krebs? Wie ist das Stadium? Was ist behandelt worden? Was ist alles gemacht worden? Welche Krankheiten gibt es noch? Wir erfragen die Medikamente und was der sonst noch für Therapien macht, bis hin zur Komplementärmedizin. Wir eruieren die Lebensumstände. Ist der vernünftig? Wie lebt der? Geht der raus? Hat der Hobbys? Hat der Interessen? Und hat der irgendwelche psychosozialen Belastungen? Dazu kommen Fragebögen, Screening-Fragebögen, die zur diagnostischen Unterstützung eingesetzt werden, zum Beispiel ein Angstfragebogen oder ein Fragebogen, um zu gucken, könnte da eine Depression vorliegen. Ein Fragebogen, um die Intensität der Fatigue zu erfassen. Und das ist ein wichtiger Punkt, die Bayerische Krebsgesellschaft hat einen Beratungsauftrag. Das heißt, es ist in den Krebsberatungsstellen deshalb nicht möglich, Patienten zu untersuchen. Also weder können wir die abhören, noch können wir da Blut nehmen, noch können wir sonst was machen. Aber die Dinge sind wichtig. Und drum wird der Patient bei der Anmeldung gebeten, Arztbriefe mitzubringen. Man empfiehlt ihm ein spezielles Blutbild, so dass er das mitbringt. Und dann hat man eigentlich das, was man in der Sprechstunde braucht, ohne dass man den Patienten selber untersuchen müsste. Und wenn man das alles gesichtet hat und hat das alles gemacht, dann hat man in aller Regel ein relativ klares Bild. Man weiß dann in etwa, was mit dem Patienten los ist. Und dann kann man schauen, was machen wir jetzt mit dem? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Was mich automatisch zum nächsten Punkt führt, was kann man gegen die Fatigue tun? Naja, Sie ahnen es schon. Ich habe ja gezeigt, dass es eben viele Gründe gibt, warum man erschöpft sein kann und dass viele Faktoren mit reinspielen und das muss alles berücksichtigt werden. Aber man kann grob sagen, wir haben so drei Säulen. Eine ganz wichtige Sache ist, den Patienten über das, was er hat, aufzuklären. Also man muss sich vorstellen, das ist, wenn jemand ständig müde ist und gerade wenn die Umgebung das nicht versteht, dann macht es oft Angst. Das ist ein unklares Symptom.
Ja, schreitet der Krebs vielleicht fort, ohne dass ich es merke? Ist das ein Zeichen, dass das immer schlechter wird? Man versteht es nicht. Und das geht, glaube ich, jedem so, wenn ein Symptom, was belastend ist, was unklar ist, wo man nicht weiß, wo das herkommt, dass das viele Menschen besorgt macht und dass die das eigentlich ja nicht einordnen können. Und drum ist es ganz wichtig, dass man das Ergebnis der Diagnostik erklärt, also die Beschwerden benennt. Also hat derjenige eine Tumorfatig oder hat er was anderes? Und das ist etwas, was enorm erleichternd für viele Patienten wirkt, wenn man dann auch noch dazu erklärt, dass die Tumorfatig in aller Regel ungefährlich ist. Das ist eine Begleiterscheinung, das ist unangenehm, keine Frage, möchte niemand gerne haben, aber in aller Regel ist das nicht gefährlich und man hat nichts falsch gemacht. Und das allein zu wissen, das scheint Patienten sehr zu entlasten. Mir hat mal jemand gesagt nach der Sprechstunde, seit ich weiß, was ich habe, hat die Müdigkeit die Macht über mich verloren. Diese Erleichterung, das ist nichts Gefährliches. Der Krebs ist ja durch Zufall entdeckt worden. Wer weiß, was da in mir passiert, was ich gar nicht einschätzen kann. Also die Angst kann man dem Patienten dann nehmen. Und natürlich erklärt man bei der Gelegenheit, was ist das Fatigue? Weil wir auch wissen, wenn jemand das einschätzen kann, wenn jemand versteht, was er da hat, dann kann er damit auch besser umgehen. Denn eins kann ich jetzt schon sagen, wegzaubern kann man es nicht. Es ist schon mühsam, damit umzugehen, aber man kann es. Der zweite Punkt ist die kausale Therapie von Mitursachen und Einflussfaktoren. Also ich hatte ja vorhin gezeigt, was da alles mit reinspielen kann. Andere Erkrankungen zum Beispiel, Medikamente, die müde machen und so weiter, eine Schlafstörung. Und alles, was man behandeln kann, um die Erschöpfung zu reduzieren, vielleicht reicht es manchmal, dass man ein müde machendes Medikament gegen ein anderes austauscht oder dass man vielleicht die Schilddrüse besser einstellt, was auch immer, dass man die Schlafstörungen besser behandelt, das kann die Fatigue schon reduzieren. Und wenn man ganz viel Glück hat, kriegt man es damit auch in den Griff. Das ist jetzt aber auch etwas, was nicht innerhalb der Bayerischen Krebsgesellschaft passieren kann, sondern wenn der Arzt in der Sprechstunde den Verdacht hat, das kommt von einem Medikament zum Beispiel, dann wird der Patient zu seinem Hausarzt geschickt. Der bekommt dann einen Zettel mit, wo das bestimmte Sachen draufstehen. Und dann wird der Patient gebeten, das mit seinem Hausarzt zu besprechen, weil, da sind wir wieder beim Beratungsauftrag der Bayerischen Krebsgesellschaft, wir dürfen uns nicht in die Behandlung anderer Ärzte einmischen. Man kann das anregen, man kann informieren und der Hausarzt oder der Onkologe, der für den Patienten zuständig ist, der kann auch jederzeit mit der Sprechstunde Kontakt aufnehmen, kann da nachfragen, aber die Ärzte in der Sprechstunde dürfen sich nicht in externe Therapien einmischen. Das hat zum einen zu tun, weil man dann Kuddelmuddel auflegt, das wird alles viel zu konfus und es gibt eine Konkurrenzsituation, das alles ist nicht gewollt. Es muss ein Arzt für den Patienten zuständig sein, insgesamt für alle Gesundheitsprobleme und das kann nicht der Arzt in der Fatigue-Sprechstunde sein. Und dann ist es oft auch so, dass man eben keine behandelbare Ursache findet oder man weiß, naja, das ist ein bestimmtes Medikament, aber das braucht der Patient, das kann man ihm nicht wegnehmen. Dann muss man aber immer noch nicht den Kopf in den Sand stecken, weil dann gibt es den Bereich der sogenannten symptomatischen Therapien. Was ist eine symptomatische Therapie? Da geht es darum, Müdigkeit als Symptom anzugehen. Also ich versuche, die Müdigkeit mit bestimmten Methoden zu lindern, um das dann für den Patienten zu erleichtern. Und ich kann an der Stelle auch gleich sagen, die besten Erfahrungen haben wir damit, wenn mehrere Möglichkeiten kombiniert werden. Also zum Beispiel wird der Patient zu seinem Hausarzt oder einem Neurologen geschickt mit der Bitte, eine Depression abzuklären, gegebenenfalls ein Antidepressivum zu verordnen. Gleichzeitig bekommt der Patient Empfehlungen für symptomatische Therapien, auf die ich gleich eingehen werde. Und die Kombination ist dann das, was in aller Regel sehr hilfreich ist. Bei den symptomatischen Therapien ist es so, dass wir in der Sprechstunde und von daher auch hier nur um Therapien kämpfen, also Therapien besprechen, für die es in entsprechenden Studien wissenschaftliche Nachweise gibt. Das sind Therapien, die zum Teil in Leitlinien empfohlen wurden, nicht immer, weil die Wissenschaft geht weiter, die ist immer schneller als die Leitlinie.
Aber es sind ganz bestimmte Kriterien, die wir da anlegen. Es muss vernünftig untersucht worden sein und es muss Wirkung gezeigt worden sein und es darf nicht gefährlich für den Patienten sein. Manchmal findet man so exotische Kräuter, die irgendwo in China oder was weiß ich wo angewendet werden. Sowas würden wir nicht machen. Es muss schon auf einer soliden Basis stehen. Der erste wichtige Punkt ist aber in diesem Zusammenhang ganz sicher diese Steigerung der körperlichen Aktivität, also Ausdauer erhöhen und Kraft erhöhen. Sie haben vorhin gesehen, mangelnde Fitness ist mit eine Ursache, die zu Fatigue beitragen kann, ein Einflussfaktor, der das verstärken kann. Und von daher ist es völlig logisch, dass man, wenn man körperliche Aktivität steigert, Ausdauer erhöht, Kraft erhöht, damit auch einen günstigen Einfluss auf die Fatigue hat. Und es gibt keine Therapie, wo es so viele Studien gibt, wie jetzt gerade im Bereich körperlicher Aktivität. Was heißt das? Sich fordern, aber nicht überfordern. Dieses Nicht-Überfordern ist ganz wichtig, weil, das hatte ich vorhin auch schon gesagt und Betroffene kennen das auch, wenn man sich überfordert, ist man völlig platt. Idealerweise sollte man die Ausdauer jeden Tag trainieren und die Kraft jeden zweiten Tag. Wenn man das nicht jeden Tag schafft und macht es 4-5 Mal in der Woche, ist das auch okay. Und auch wenn man die Kraft nicht jeden zweiten Tag, vielleicht 2-mal in der Woche trainiert, ist das auch schon ganz gut. Und das ist die gute Nachricht, man muss nicht in ein Fitnessstudio gehen. Auch wenn man in den Alltag mehr Bewegung integriert, kann das schon helfen. Also vielleicht nicht alles mit dem Auto fahren, wenn es geht, mal eine Treppe hochgehen, so man das kann, mal zum Bus eine Station früher aussteigen und laufen. Also all diese Dinge, die man im Alltag machen kann. Wir sagen, 10.000 Schritte pro Tag ist eine ganz gute Voraussetzung. Aber nicht erschrecken, die wenigsten Patienten mit Fatigue können das. Darum muss man sich da ganz, ganz langsam hintasten. Also Bewegung ganz langsam steigern, gucken, was schaffe ich problemlos und dann Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr. Das Leistungsvermögen nie komplett ausnutzen, sondern so 60-80%, um nicht die Fatigue zu verschlechtern. Und wenn man das schafft und man trainiert 30-40 Minuten pro Tag, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Und ganz wichtig hier oben, dieser blaue Kreis, es gibt Patienten, die dürfen keinen Sport machen oder die können es auch nicht, weil sie eine andere Erkrankung haben, weil sie eine Infektion haben, irgend sowas. Das heißt, es ist immer sinnvoll, den Arzt zu fragen, was darf ich? Der kann sie einschätzen, der kann ihnen sagen, wie sehr sie sich belasten können und so sollten sie das dann auch machen. Was ich auch empfehlen kann, das gilt eigentlich für alle Fatigue-Patienten, ist von der Deutschen Fatigue-Gesellschaft eine Broschüre. Die kann man runterladen auf der Webseite der Deutschen Fatigue-Gesellschaft. Heißt Fitness trotz Fatigue, Bewegung und Sport bei tumorbedingtem Müdigkeitssyndrom. Und die ist auch in einer randomisierten Studie auf Wirksamkeit überprüft worden. Ich nenne das gerne Rundum-Sorglos-Paket, weil da sind Übungen zur Muskelstärkung mit drin, ein Ausdauertraining ist dabei, Dehnübungen, Koordinationstraining, Übungen zur Entspannung, all sowas ist in dieser Broschüre enthalten und das kann man machen. Man kann sich mit so einer Broschüre vielleicht ausstatten und kann vielleicht einen Physiotherapeuten oder eine Krebssportgruppe um Hilfe bitten, wenn man selber nicht klarkommt. Aber diese Möglichkeiten gibt es und es gibt auch, das habe ich vorhin noch mal nachgeguckt und jetzt wird es ein bisschen mehr, die sogenannte onkologische Trainingstherapie, abgekürzt OTT. Das ist etwas, was von der Uniklinik Köln entwickelt wurde vom Professor Freak Baumann. Und die haben auf ihrer Website auch Übungsvideos, die sie sich angucken können. Die haben auch eine telefonische Beratung. Also sowas kann man zum Beispiel auch machen. Aber der wichtigste Punkt hier ist wirklich, dass Sie sich nicht überfordern. Es nützt nichts, wenn Sie da zu sehr übertreiben. Lieber langsam aufbauen, Stück für Stück. So nach dem Motto, wie isst man einen Elefanten in kleinen Happen und dann Stück für Stück zum Erfolg kommen. Das habe ich vielleicht noch vergessen, bei der körperlichen Aktivität, der Steigerung, können Sie sich eigentlich die Sportart raussuchen, die Sie gerne möchten. Tanzen ist zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, da schult man dann auch noch ein bisschen das Gehirn, weil man sich die Schritte merken muss. Aber Sie können Fahrrad fahren, Sie können walken, Sie können spazieren gehen, Sie können Pilates machen. Das Wichtigste ist eigentlich das, dass es Ihnen Spaß macht, weil wenn es Ihnen keinen Spaß macht, hören Sie ganz schnell wieder auf und dass Sie möglichst eben Kraft und Ausdauer trainieren.
Außer dem Bereich der körperlichen Aktivität, im Bereich der nicht-medikamentösen Therapien, haben wir diesen psychosozialen Aspekt. Psychosozial heißt, dass sie Hilfe bekommen, besser mit der Fatigue zurechtzukommen. Die Fatigue geht dadurch nicht weg, aber sie nehmen sie vielleicht nicht mehr so wahr, sie kommen besser damit klar. Und wenn psychosoziale Therapien oder Verfahren dazu helfen können, Probleme zu lösen, wird es möglicherweise sogar dadurch besser. Das Ziel ist, weniger drunter zu leiden. Und da ist einer der wichtigsten Punkte das sogenannte Energiemanagement. Energiemanagement heißt, ich lerne die Energie, die ich habe, einzuteilen, so dass ich immer noch abends Energie übrig habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben 10 Punkte, 10 Energiepunkte jeden Morgen auf irgendeinem Konto und abends sollen Sie noch 2 übrig haben. Wie macht man das? Naja, es ist mal ganz gut, ein Tagebuch zu führen, wo ich reinschreibe, was mache ich tagsüber und wie viel Energie brauche ich dafür? Wie viel Energie hatte ich vorher? Und wie viel hab ich hinterher noch? Oder wie müde bin ich vorher und wie müde bin ich danach? Auf die Weise erkennen Sie Krafträuber und vielleicht auch Dinge, die Ihnen Kraft schenken. Und dann muss ich lernen, Prioritäten zu setzen. Ich muss nicht alles machen. Ich muss nicht alle 5 Minuten nach WhatsApp gucken. Es reicht vielleicht 2-mal am Tag. Ich muss bestimmte Sachen gar nicht machen. Die kann ich delegieren. Und das, was ich unbedingt machen muss, das mache ich selber. Und bestens in einer Phase, wo man möglichst viel Kraft hat. Sich nicht hetzen lassen ist ein wichtiger Punkt und regelmäßig Pausen einlegen, auch wenn man gar nicht müde ist, sodass man gar nicht in so einen starken Erschöpfungszustand reinkommt. Und es kann auch helfen, kräfteschonend zu arbeiten, also vielleicht leichtere Töpfe zu benutzen als schwere, wenn es einem gut geht, Dinge vorkochen, einfrieren, um sie dann bloß auftauen zu müssen und ähnliches mehr. Das sind alles Dinge, die dann in der Fatigue-Sprechstunde, wenn das für Sie in Frage kommt, entsprechend angeleitet und besprochen werden. Und es gibt zu diesen Therapien dann oder den Behandlungsmöglichkeiten dann auch immer irgendwelche Flyer, wo man das nochmal nachlesen kann. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant und passt gut zum Energiemanagement. Wir haben unsere Patienten gefragt, was verschlechtert ihre Müdigkeit? Und sie sehen genau das, was ich schon immer so ein bisschen angedeutet habe, jegliche Form von Anstrengung, alles, was zu viel ist, wenn ich zu viel Anforderungen an mich stelle, wenn ich nicht auf meinen Körper höre, der mir sagt, ich muss jetzt Ruhe geben, und aber auch psychische Probleme, wenn ich mich aufrege, weil irgendwas nicht geht und dann eben auch diese Ängste, wie es mit dem Krebs weitergeht. Zu den psychosozialen Verfahren gehört auch der Bereich psychoonkologische Begleitung. Psychoonkologische Begleitung, das kennen Sie alle, das bekommen Sie in den psychosozialen Krebsberatungsstellen der Landeskrebsgesellschaften und soll Ihnen helfen, mit Problemen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, mit der Fatigue fertig zu werden, aber auch eben bei vielen anderen Problemen, die ich vorhin schon angedeutet habe und die einfach zum Leben mit dazugehören. Da kann man in die Krebsgesellschaften gehen, in die Beratungsstellen und kann sich da von Psychoonkologen gut helfen lassen, mit dem Ziel, die Last dann auch zu reduzieren, was sich wiederum günstig auf die Fatigue auswirken kann. Der letzte Punkt hier, kognitive VT. VT steht für Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist eine Psychotherapieform, die im Hier und Jetzt ansetzt. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich am Anfang bei den Risikofaktoren was von Katastrophisierung gesagt habe. Und das ist etwas, wo Verhaltenstherapie, speziell die kognitive Verhaltenstherapie, ansetzt, zu erkennen, wo macht jemand aus einer Mücke einen Elefanten, wo steigert sich jemand in etwas rein, obwohl das vielleicht nicht so schlimm ist, wie er in dem Augenblick glaubt. Und dann zu lernen, mit Problemen insgesamt besser und entspannter umzugehen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber Studien zeigen, dass es auch die Fatigue verbessern kann. Die sogenannten Mind-Body-Verfahren ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da geht es wesentlich um Entspannung, fast so ein bisschen Meditation. Das regt oder soll zur Selbstfürsorge anregen, die Patienten und soll Heilungsprozesse in Gang setzen, soll die Selbstheilung verbessern. Sie kennen Qigong, Yoga und Tai Chi, das sind so asiatische Entspannungsverfahren, die mit Bewegungen einhergehen, mit Bewegungen in Zeitlupe. Das Ziel ist, sich auf das zu konzentrieren, was man da gerade macht, in der Sache zu bleiben, dadurch auch das Gedankenkarussell zu stoppen. Gleichzeitig sind das Bewegungsformen, die für fast jeden in Frage kommen, auch für jemanden, der vielleicht nicht viel Sport machen kann.
Achtsamkeit, der unterste Punkt, ist eine Meditationsform, wo es auch darum geht, ich bleibe im Hier und Jetzt, ich bleibe in dem, was ich bin, ich stoppe das Gedankenkarussell. Zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist bestimmt die Rosine. Man nimmt eine Rosine in die Hand, schaut die an, guckt, wie die ist und beißt mal rein und konzentriert sich nur auf diese eine Rosine. Und damit kommt man zur Ruhe und diese Mind-Body-Verfahren haben den großen Vorteil, dass sie eben auch das Immunsystem stärken und den Stress, die Belastungen abbauen können. Ernährung, hatte ich vorhin auch schon gesagt, da gibt es in USA, ist eine die Ernährungsform, also Diät passt da in dem Fall nicht, es ist eine Ernährungsform, die Fatigue reduzieren soll. Das ist kein Hexenwerk, sondern Sie sehen es hier, das ist im Grunde gesunde Ernährung. Ganz viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Vollkornbrot, Nudeln, Reis etc., Fisch für die Omega-3-Fettsäuren, gute Öle und das so über den Tag verteilt. Das Programm, was da gemacht wird, kann man vielleicht ein bisschen vereinfachen, aber Sie sehen, worauf es ankommt, sich vernünftig zu ernähren, um dem Körper alle Nährstoffe zu geben, die er braucht und die er auch haben muss, um Kraft zu schöpfen. Vielleicht abschließend zu dem Thema noch ein Satz zu den medikamentösen Therapien. Ich werde immer gefragt, ob es Medikamente gegen Fatigue gibt. Ja, die gibt es schon, aber es sind keine zugelassenen Medikamente. Es sind welche, für die in Studien gezeigt wurde, dass Fatigue gelindert werden kann, aber die Ergebnisse sind widersprüchlich. Und drum wird es auch in Leitlinien und in Übersichtsarbeiten empfohlen, das nur einzusetzen, wenn das andere nicht funktioniert und wenn auch sonst nichts dagegen spricht. Beispiel Methylphenidat, kennen Sie alles als Ritalin, wenn sich einer wundert, weil das ja für die zappelnden Kinder eingesetzt wird. Das ist eigentlich ein Medikament gegen Narkolepsie, also eine ganz spezielle Form von Schlaf, von einer Schlaferkrankung. Es ist Cortison dabei, es ist als pflanzliches Präparat Ginseng mit dabei. Aber wie gesagt, das sind nur Dinge, die mit dem Arzt abgesprochen werden müssen, auch in der Sprechstunde natürlich, die dann vom Hausarzt oder von einem anderen ihrer Ärzte verordnet werden können. Aber das macht man eben, wie gesagt, nur, wenn das andere nicht ausreichend wirkt oder aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Hier habe ich Ihnen noch aufgeschrieben, wir haben unsere Patienten gefragt, was sie tun können, um die Müdigkeit zu verbessern. Und vielleicht hilft ihnen das ein bisschen. Kurz schlafen, kurz ausruhen wenigstens, sich körperlich aktiv zeigen, sich etwas bewegen, rausgehen in die Sonne, an die frische Luft gehen und soziale Kontakte pflegen, Freunde und Kinder und Enkel vielleicht mal sehen, mit denen telefonieren, sodass man nicht allein ist. Ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, Einsamkeit ist ein Risikofaktor, der Fatigue verschlechtern kann. Also das ist so ungefähr. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge, was man da tun kann. Und was davon von diesen Therapien gemacht wird, das ist etwas, was in der Sprechstunde geklärt wird. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Arzt Vorschläge macht aus diesem Spektrum, also es gibt noch mehr, ich kann das alles gar nicht darstellen, dass der etwas raussucht, was nach seiner Erfahrung zu Ihnen passt, für was es keine Kontraindikationen gibt. Und Sie haben aber dann das volle Mitspracherecht auszuwählen, was für Sie in Frage kommt. Es hat keinen Sinn, jemandem Fahrradfahren zu empfehlen, wenn er kein Fahrrad hat. Und wenn man ihm etwas empfiehlt, was er nicht gerne macht, dann macht er das auch nicht. Also das ist etwas, wo Arzt und Sie gleichberechtigt sind, wo Sie sagen können, ja, aber das gefällt mir nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ich bin ganz sicher, man findet dann etwas, was Sie gerne machen können und was auch machbar ist. So, dann sind wir schon im Bereich Tumor-Fatigue-Sprechstunde der Bayerischen Krebsgesellschaft. Und da würde ich gerne anfangen mit der Frage, warum machen wir das überhaupt? Und wir haben unsere Patienten gefragt, haben Sie schon mal mit einem Arzt über die Müdigkeit gesprochen? Und da kommen ganz spannende Antworten. Ja, habe ich versucht, aber mein Arzt geht nicht drauf ein. Mein Enkel ist Arzt, finde ich ganz spannend, der sagt, Tumorfatigue gibt es nicht, das ist gar nicht bewiesen. Oder es heißt, das gehört zur Krankheit dazu. Sie hat gesagt, das ist eine Depression, aber ich habe keine Depression. Er hat zu wenig Zeit. Meine Ärztin sagt, damit kennt sie sich nicht aus. Und der unterste Satz, der Arzt hat gefragt, was ist Fatigue, ist das ein Sportprogramm? Auch das gibt es. Aber keine Sorge, das wird langsam besser. Es gibt mittlerweile doch viel mehr Ärzte und Psychoonkologen, die sich damit auskennen. Auch die Häufigkeit der Fatigue nimmt dadurch ab.
es ist viel publiziert worden und es sind einfach mehr Menschen als früher, die sich mit diesen Dingen auskennen. Aber immerhin, das habe ich Ihnen als wissenschaftliche Erkenntnis noch mitgebracht vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Falls jetzt einer gedacht hat, naja, das sind so einzelne Erfahrungen. Und da brauchen Sie bloß auf diese roten, die roten Worte schauen. 58% der Patienten, die vom Deutschen Krebsforschungszentrum gefragt wurden, wie das mit der Fatigue so ist, die fühlen sich schlecht über Fatigue informiert. Und 41% wurden vom Arzt nie auf Fatigue angesprochen. Das widerspricht allen Leitlinien. Man soll eigentlich regelmäßig fragen, um rechtzeitig was machen zu können. Aber das war 2021, wurde es nicht gemacht. Und drum beklagt das Deutsche Krebsforschungszentrum zu Recht eine Diskrepanz zwischen dem, was in den Leitlinien steht, und der Versorgungspraxis. Diese Diskrepanz trifft wunderbarerweise auf Bayern nicht zu, weil wir, das hatte ich schon angedeutet, 2013 mit der Sprechstunde begonnen haben und von Anfang an uns an den damals verfügbaren Leitlinien orientiert haben und an der Vorgehensweise einer namhaften Klinik, der Cancer Fatigue Klinik am Anderson Cancer Center in USA. Und wir haben die Leitlinien immer fortgeschrieben, also nicht fortgeschrieben, wir haben immer geguckt, bei jeder neuen Leitlinie haben wir die Sprechstunde angepasst. Wir haben natürlich auch die gesamte Fachliteratur regelmäßig gesichtet und haben die Sprechstunde auf die Weise Stück für Stück weiterentwickelt bis zum heutigen Tag. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was wir in der Sprechstunde machen, brauche ich gar nicht viel sagen, weil das ist im Grunde das, was ich Ihnen schon erzählt hatte. Wir machen diese Anamnese, wir setzen Fragebögen ein und wir schauen mitgebrachte Patientenunterlagen an. Und dann, dann weiß man ungefähr, was ist, und dann kommt der Bereich Beratung. Und das ist auch das, was ich Ihnen vorhin schon bei der Vorgehensweise gezeigt habe. Wir sprechen über die Tumorfatigue, wir stellen die Diagnose oder eben stellen eine andere. Wir identifizieren Mitursachen, das heißt, die haben wir identifiziert. Wir sprechen über Mitursachen und Einflussfaktoren. Wir beraten eventuell, wenn es notwendig ist, den Patienten noch zu einer weiteren Diagnostik, dass man sagt, okay, ich habe den Verdacht auf dies oder jenes, bitte gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie das abklären, das kommt aber nicht sehr oft vor. Und dann sprechen wir über die Therapiemöglichkeiten. Und da haben wir diese Zweiteilung, die Sie sich, denke ich, auch schon denken können. Ein Teil der Behandlung der Tumorfatigue erfolgt dann durch den zuständigen Arzt, also hier oben, wenn zum Beispiel andere Erkrankungen mit betrachtet werden müssen, mitbehandelt werden sollen, anders behandelt werden sollen, wenn es zum Beispiel um die Umstellung von Medikamenten geht oder wenn es darum geht, ein Medikament zu verordnen, was die Fatigue bessern kann, Akupunktur und solche Geschichten, das kann in der Krebsberatungsstelle nicht gemacht werden. In der Beratungsstelle gibt es Kurse, Qigong, Yoga, Walking, solche Geschichten, alles so im Bereich der symptomatischen Therapien, die auch für Krebspatienten mit Fatigue geeignet sind. Sie können in der Krebsberatungsstelle eine psychoonkologische, psychosoziale Betreuung bekommen. Auch das geht. Und Sie bekommen die Möglichkeit, Selbsthilfe zu erlernen. Also viele dieser Therapien sind so, dass zur Selbsthilfe angeregt werden soll, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass manche Patienten zu weit weg wohnen und dann einfach nicht regelmäßig kommen können und machen es lieber selber. Also das sind die Möglichkeiten, die wir da haben. Wo gibt es die Sprechstunden? Hier sehen Sie die Standorte: Hof, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, Passau, Ingolstadt, Augsburg, München und Kempten. Da überall sind Krebsberatungsstellen der Bayerischen Krebsgesellschaft mit entsprechenden Tumor-Fatigue-Sprechstunden. Und wenn ich das zusammenfasse, das ist, um da einen Termin zu bekommen, weil der ein oder andere von Ihnen möchte das jetzt vielleicht. Also es muss eine Krebsdiagnose vorliegen und der Patient muss sich anhaltend müde und erschöpft fühlen. Und er muss in Bayern wohnen. Das ist eine Einschränkung für die, die in anderen Bundesländern sind. Aber es heißt Bayerische Krebsgesellschaft und wir würden es gar nicht schaffen, aus ganz Deutschland Patienten zu betreuen. Es gibt jetzt allerdings aktuell seit jetzt Anfang Juni in Walsrode in Niedersachsen eine Tumor-Fatigue-Sprechstunde. Wenn jemand dort in der Nähe ist, kann er sicherlich da einen Termin bekommen. Die Sprechstunde wird von Ärzten durchgeführt und diese Ärzte haben onkologische und psychoonkologische Erfahrung und sie haben eine umfangreiche Schulung hinter sich, was Fatigue betrifft. Und
In jeder Sprechstunde ist eine Psychoonkologin auch zuständig, die auch diese Schulung mitgemacht hat, sodass der Patient immer einen Ansprechpartner hat. Wenn Sie das interessiert, können Sie in den psychosozialen Krebsberatungsstellen der Bayerischen Krebsgesellschaft nachfragen, wie das mit dem Termin geht. Sie können im Internet gucken unter der Webseite der Bayerischen Krebsgesellschaft und auf der Webseite von meinem Institut. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken, dass wir das hinkriegen. Das kriegen wir hin. Wir liegen gut in der Zeit. Ich bin auch schon am letzten Punkt angekommen. Nämlich, das ist etwas, wo wir uns wirklich total drüber freuen, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, zu schauen, ob unsere Sprechstunde was nützt. Hilft es den Patienten? Ist es etwas, was den Bedarf der Patienten trifft, oder brauchen die eigentlich ganz was anderes? Und da sehen Sie, die Beteiligten ist die Bayerische Krebsgesellschaft, als Träger ist klar, das Zentrum für klinische Studien der Universität Klinik Regensburg, der Professor Koller und die Frau Müller, die die Studie, die ganze Biometrie machen. Mein Institut ist natürlich mit drin und auf der unteren Seite die Deutsche Fatigue-Gesellschaft, das Tumorzentrum der Universität München und das Bayerische Zentrum für Krebsforschung. Es ist also ein Verbund, der sich da zusammengeschlossen hat, um diese Studie zu machen. Und das mit dem Modellcharakter ist so gemeint, das muss natürlich keiner nachmachen, aber wir haben jetzt ganz viel Erfahrungen. Und wer von in anderen Bundesländern sowas aufbauen will, der kann sich an uns wenden und wir würden da sicher versuchen zu helfen, dass da die Versorgung woanders auch besser wird. Was machen wir? Das geht jetzt ganz schnell. Wir wollen eine Bewertung der Sprechstunde durch die Patienten, die zu uns kommen. Wir wollen herausfinden, besteht Bedarf? Kommt überhaupt jemand? Oder ist das nur so eine Idee, die wir haben? Sind die Patienten mit der Sprechstunde zufrieden? Nutzt das was? Hilft es? Verbessert sich die Fatigue dadurch? Was ist gut an der Sprechstunde? Was ist schlecht? Konnten die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden? Wir werden ja Maßnahmen empfehlen. Klappt das denn oder kann man da was verbessern? Und was können wir insgesamt besser machen? Der Aufwand ist relativ gering. Vom Design her, das nur für den, den es interessiert. Man nennt das multizentrische Studie, weil es an 10 Studienorten durchgeführt wird. Wir haben 2 Messzeitpunkte. Das eine ist direkt nach der Sprechstunde, würden wir die Patienten bitten, einen Fragebogen auszufüllen und nach 10 bis 12 Wochen nochmal einen Fragebogen. Wir sind schon relativ weit. Wir haben im Juli 21 begonnen und im Juli 24 muss die Auswertung fertig sein und Patienten können an der Studie noch teilnehmen bis zum Februar 22. Und es ist etwas, was uns am Herzen liegt und darum auch an dieser Stelle die Bitte, wenn Sie sich einen Termin geben lassen, dann wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns bei der Studie unterstützen würden. Es geht im Endeffekt darum zu gucken, kann man das langfristig anbieten? Wo kommen die Gelder dafür her? Die Bayerische Krebsgesellschaft macht das kostenlos, finanziert sich über Spenden und öffentliche Gelder. Das haben Sie vorhin von Herrn Ammer schon gehört. Aber irgendwie muss das Geld ja herkommen. Und das ist etwas, das Problem ist, die Fatigue ist keine anerkannte Diagnose und darum können das niedergelassene Ärzte im Moment auch so schlecht machen. Und darum braucht es so Organisationen wie die Bayerische Krebsgesellschaft. Der Aufwand ist, wie gesagt, gering. Es müssen 4 Fragebögen ausgefüllt werden, einer direkt nach der Sprechstunde und 3 dann nach 10 bis 12 Wochen. Natürlich ist die Teilnahme freiwillig. Sie bekommen auch einen Termin in der Sprechstunde, wenn Sie sagen, das wollen Sie nicht machen. Und wenn Sie da ein bisschen mehr darüber wissen wollen, können Sie das in der Krebsberatungsstelle bei der Anmeldung natürlich erfahren. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Jetzt können Sie gerne fragen. Frau Dr. Fischer, vielen, vielen Dank. Da gibt es schon Reaktionen. Ich weiß nicht, ob Sie das bei sich auch sehen. Das sind klatschende Hände von vielen Teilnehmern. Ah ja, da klatschen Hände. Ach, das ist nett. Da freue ich mich. Durch weit über 100 Teilnehmende. Und wir haben zwei Kolleginnen im Hintergrund, die auch parallel Fragen beantwortet haben. Vielleicht an der Stelle ein großer Dank an Frau Gilbert und an Frau Perzelmeier von der Bayerischen Krebsgesellschaft, die zum Beispiel schon bevor Sie es am Ende erwähnt hatten, die Fragen beantwortet haben, kann ich nur, wenn ich in Bayern bin, teilnehmen? Mhm. Das war eine der wichtigen Fragen und das ist die ganz klare Antwort. Ja, mit Wohnsitz in Bayern kann man in den Sprechstunden der Bayerischen Krebsgesellschaft beraten werden, aber die anderen Länder haben ja auch Krebsgesellschaften und die sind auch gut vernetzt mit guten Psychoonkologen und anderen Stellen, die in solchen Fällen helfen können. Da sind auch einige Links und natürlich kann man auch das Infomaterial, das greife ich jetzt einfach mal auf,
die Broschüren, die es gibt von der Bayerischen Krebsgesellschaft, aus jedem anderen Bundesland auch nochmal herunterladen und sich diesen Vortrag natürlich auch nochmal angucken und weiterempfehlen. Da haben wir keine Ländergrenzen, aber in der eigentlichen Sprechstunde tatsächlich schon. Ja, leider. Ja, wir haben aber auch es wird besser. Fragen und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach mal die von oben nach unten abarbeiten, wie sie reingekommen sind. Das sind teilweise sehr konkrete Fälle, wo Sie dann vielleicht gar nicht immer was zu sagen können, aber vielleicht ja auch doch. Ich würde es Ihnen einfach vorlesen. Gleich zu Beginn kam eine Frage, und zwar über die Abgrenzung von tumorbedingter Fatigue zur CFS. Da hat eine Teilnehmerin geschrieben: Ich habe seit meiner Krebserkrankung eine starke Fatigue. Die Symptome passen aber eher zum CFS. Kann aus einer tumorassoziierten Fatigue auch ein CFS werden? Das habe ich noch nie gehört. Ich würde es nicht hundertprozentig sicher ausschließen wollen, aber gehört habe ich das noch nicht. Bei Corona ist es anders. Aus Corona-Fatigue kann CFS werden, das weiß man mittlerweile, aber bei einer Tumor-Fatigue habe ich es noch nie gehört. Aber wenn man da Sicherheit haben will, kann man sich zum Beispiel an den Bundesverband Deutsches Erschöpfungssyndrom wenden. Fatigatio heißen die. Da sind auch die Symptome von CFS aufgeführt und vielleicht würde das helfen. Vielen Dank. Das heißt, man kann das schon klar abgrenzen in der Diagnose? Naja, also bei CFS sind es oft auch noch andere Symptome, die damit reinspielen. Zum Beispiel Lymphknotenschwellungen, bestimmte Schmerzen. Das ist einfach umfassender. Da gibt es sogenannte kanadische Kriterien, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe. Aber es ist ein Unterschied. Es gibt Symptome, die hat CFS und Tumorfatigue nicht und umgekehrt. Verstehe. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, bei dem, was Sie erzählt haben, was man tun kann, bei den Behandlungsmöglichkeiten, ist man dann schon wieder ähnlicher. Ja, jein. Also mit einem chronischen Fatigue-Syndrom ist zum Beispiel Sport nicht unbedingt sinnvoll. Okay, verstehe. Weil das die Symptomatik verschlechtert. Also das muss man genau angucken und ja, man muss es genau angucken. Genau. Okay, danke, dass Sie das nochmal sagen, dass man es nicht auch so eins zu eins übertragen kann. Nein. Wir haben eine andere Frage bekommen, und zwar: Sehr geehrte Frau Dr. Fischer, ich hatte im Mai 2019 eine Tumorerkrankung, aber zum Glück ohne adjuvanter Therapie. Ein gutes halbes Jahr später stellten sich dann die ersten Erschöpfungssymptome und so weiter ein. Ist das möglich, trotz ohne Therapie, obwohl es keine Therapie gab? Es gab überhaupt keine Therapie? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Geht hier so, es gab keine adjuvante Therapie. Ja, aber vielleicht ist eine Operation erfolgt oder eine Bestrahlung erfolgt oder irgendwie eine Therapie erfolgt. Ah ja, dann vielleicht ist die Zuschauerin noch da und kann das nochmal ergänzen und dann gehen wir einfach weiter und wenn da eine Ergänzung kommt, können Sie vielleicht noch konkreter darauf antworten. Und was ist es für ein Krebs? Genau, wir wüssten gerne, welcher Krebs und welche Behandlung ist erfolgt. Dann können Sie noch mehr dazu sagen. Jetzt gehe ich mal eins weiter runter. Okay, eine weitere Teilnehmerin hat uns geschrieben: Mein Werksarzt verweist mich seit der Wiedereingliederung an die Psychologin, da er Fatigue nicht anerkennt. Der Hausarzt sagt, dass ich mir selbst Zeit geben soll und es besser wird. Das wird es aber seit einem Jahr nicht. Wie kann ich den beiden Herren erklären, was Fatigue ist und sie dazu bringen, dass es keine Depression ist? Vielleicht, indem man ihm denen irgendeine Publikation dazu gibt. Also man kann eine Depression von einer Fatigue abgrenzen, weil die Depression Symptome hat, die die Fatigue nicht hat. Da gibt es so Überschneidungsbereiche. Also zum Beispiel bei den depressiven Episoden, bei diesen ICD-10-Kriterien, es kommt nicht vor, dass bei einer Depression, dass die Patienten sich lange unwohl fühlen, nachdem sie sich angestrengt haben. Oder vielleicht muss ich da noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt diagnostische Kriterien für die tumorassoziierte Fatigue. Das ist etwas, das ist 1998 entwickelt worden in USA. Und es sind die Symptome, die ich anfangs auch in den Schaubildern gezeigt habe. Und das ist nicht anerkannt. Das ist immer noch keine ICD-10-Diagnose, aber es geht so ein bisschen langsam in die Richtung. Und wenn man diese Kriterien gegenüberstellt den Kriterien einer depressiven Episode, sieht man da einfach Unterschiede. Und ich würde, was würde ich machen? Vielleicht mir einen Arzt finden, der
das schon mal gehört hat, über einen Psycho-Onkologen vielleicht gehen, dass der jemanden empfehlen kann, vielleicht diesem Arzt, wenn man zu ihm ein gutes Verhältnis hat, eine Publikation bringen, auf die Sprechstunde verweisen und sagen, hier, es gibt beides, den Arzt bitten, abzuklären, ob es überhaupt eine Depression ist. Das muss ja einer diagnostizieren. Und aber da muss man auch wissen, es gibt Patienten, die haben beides. Man kann natürlich depressiv werden, wenn man durch die Fatigue aus dem Leben gerissen ist. Und man kann die Depression vorher schon gehabt haben. Oder es tritt zeitgleich auf. Aber grundsätzlich ist eine Depression keine Fatigue. Und darum helfen auch Antidepressiva mit einer Ausnahme nicht. Verstehe. Das ist also... Die Reaktionen, die hier kamen, sind auch tatsächlich sehr dankbar, dass Sie das alles so gut erklären. Und da fühlen sich einige sehr verstanden hier. Aber die nächste Frage zielt auf genau das ab, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Warum ist es überhaupt so schwer, einen Arzt zu finden, der die Fatigue überhaupt diagnostiziert? Viele Ärzte tun die Fatigue einfach als Depression ab. Das haben Sie gerade schon gesagt, dass man da Unterschiede feststellen kann. Oder aber sagen, man müsse jetzt damit leben. Das heißt, die Aussage bekommen, man könne gar nichts machen. Das haben Sie natürlich in Ihrem Vortrag gerade widerlegt, man kann tun, man kann sehr viel tun. Aber vielleicht ergänzend von mir, weil die Frage kam, da hatten Sie das danach dann noch beantwortet in Ihrem Vortrag, ergänzend von mir die Frage, welche Ärztegruppe würden Sie denn am ehesten empfehlen, die die Fatigue diagnostiziert? Tja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass es keine anerkannte Diagnose ist. Das Problem ist daraus ableitbar, dass die Ärzte den Umgang mit der Fatigue auch nicht finanziert bekommen. Die können das mit der Krankenkasse nicht abrechnen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ein Patient bei uns in der Sprechstunde ist, geht der unter einer Stunde, eineinhalb Stunden nicht raus. Das kann ein normaler Arzt nicht leisten. Dazu kommt, Sie haben ja gesehen, wie komplex das Thema ist. Und ich kann sagen, ich bin gut damit beschäftigt, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ich mache ja nun nichts anderes als diese tumorassoziierte Fatigue und es gibt trotzdem Publikationen, die ich nicht lese, weil ich gar nicht dazukomme. Das kann ein normaler Hausarzt nicht, kann er einfach nicht leisten. Und da einen zu finden, der das weiß, ich würde am ehesten über das Krankenhaus gehen oder den Arzt gehen, der den Krebs behandelt und dann darauf hinweisen, dass es das gibt, auf die Bayerische Krebsgesellschaft verweisen, sagen hier, da gibt einfach auch Publikationen dazu. Am ehesten würde ich das so machen. Ich könnte für die Patienten, die das haben wollen, unsere Publikationen zur Verfügung stellen. Wir haben publiziert, was wir an Diagnostik machen und was wir an Beratung machen. Und das könnte so jemand seinem Arzt geben. So dass der begreift, das ist irgendwas. Also ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, da kommen direkt die Daumen hoch aus der Teilnehmerschaft. Ja. Findet man das aktuell schon auf der Website oder was muss man tun, um das zu bekommen von Ihnen? Das ist auch eine gute Frage. Das muss ich mit der Bayerischen Krebsgesellschaft klären. Und ich habe noch ein paar konkrete Fragen. Und zwar schreibt noch jemand, ich bin in Dauerbehandlung mit Antikörpern, Fesco, da ich metastasiert bin. Das Fatigue schränkt mich sehr ein und ich bräuchte eine offizielle Diagnose im Raum Frankfurt am Main. Haben Sie da eine Empfehlung? Außer die Hessische Krebsgesellschaft. Leider nicht, nein. Keine konkrete, aber man kann den gleichen Weg gehen. Sie anschreiben, beziehungsweise die Bayerische Krebsgesellschaft, Infomaterial sich schicken lassen und damit vielleicht dann einfach zum eigenen... Vielleicht und damit zum eigenen Onkologen sagen, hier, ich habe echt ein Problem. Ja. Weil wir hätten das Angebot nicht, wenn wir ja nicht wüssten, dass es ein Problem ist. Ja. Dann kamen sehr viele Empfehlungen von einer Teilnehmerin. Das sind keine konkreten Fragen, deswegen lese ich die jetzt nicht vor, aber vielen Dank, dass Sie sich so an der Diskussion beteiligt haben. Und dann kam noch was Konkretes. Ah, das war nochmal die Frage nach Frankfurt. Vielen Dank dafür. Melden Sie sich gerne. Und das nächste ist ein Dankeschön. Dann wohnt jemand direkt neben Heidelberg und fragt nach einer Anlaufstelle dort. Frankfurt nein, Heidelberg vielleicht. Also ich habe nicht die ganzen Anlaufstellen im... Wir bleiben bei dem Vor. Weiß ich nicht. Also da gibt es das Deutsche Krebsforschungszentrum. Da steht vieles auch auf der Website. Und das ist vielleicht auch noch was man machen kann. Es gibt ja diesen Krebsinformationsdienst, KIT.
in Heidelberg. Die kann man auch anrufen, die wissen vielleicht auch irgendwas, auch Ansprechpartner in der Nähe. Ist jetzt einfach mal eine Vermutung, ich weiß es nicht. Und es gibt dieses Deutsche Krebsforschungszentrum und die machen sehr, sehr viel mit Fatigue. Vielleicht, dass man da auch was rauskriegt, was im Umfeld ist. Super, vielen Dank. Ich habe nicht in allen Städten, weiß ich nicht, aber über Google kriegt man vielleicht auch noch was raus. Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit den vielen Informationen, die Sie heute gegeben haben, kann man, glaube ich, noch viel konkreter versuchen. Hier kommen jetzt noch ganz konkrete Fragen von einer Teilnehmerin. Und zwar, sind Ihnen Möglichkeiten bekannt, wie man die Gedächtnisleistung trainieren kann? Beziehungsweise sind Ihnen Programme bekannt, die gegen Wortfindungsstörungen etc. helfen können? Ja, also das ist etwas, was wir auch empfehlen. Und zwar gibt es da zum Beispiel die Gesellschaft für Gehirntraining. Die bieten ein komplettes Gedächtnis-Gehirntraining an. Das funktioniert da ganz gut. Da gehe ich jetzt nochmal sicher. Ach so, kann ich jetzt nicht. Wenn ich da rausgehe, fliege ich aus Zoom raus. Also Gesellschaft für Gehirntraining. Und ich traue mich da jetzt nicht raus. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich könnte sonst nachgucken. Wenn ich jetzt die Präsentation klein mache, nein, ja, doch. Also Gesellschaft für Gehirntraining gibt es und dann gibt es eine Seite von Mental Aktiv. mental-aktiv.de, die bieten auch ein Gehirntraining an. Also es geht nicht bloß um die Wortfindungsstörungen, sondern es geht darum, dass man das Gehirn insgesamt trainiert, auf verschiedene Ebenen. Und das ist etwas, was ich unbedingt empfehlen würde, ja. Vielen Dank. Das ist auch nochmal ein ganz konkreter Tipp. Dann kam jetzt nochmal die Frage auch zu einer Fatigue-Beratung in NRW. Da auch einfach jetzt, ich fasse es kurz, der Vorschlag, einmal an die Krebsgesellschaft vor Ort wenden, mit denen sprechen, ansonsten gerne über die Bayerische Krebsgesellschaft Infomaterial anfordern und dann mit dem eigenen Onkologen sprechen. Was man auch machen kann, ist die Deutsche Fatigue-Gesellschaft kontaktieren, die in Köln. Die haben auch ein Beratungstelefon. Da kann auch jemand anrufen. Also das ist dann eine Telefonberatung, aber das geht auch. Deutsche Fatigue-Gesellschaft. In Köln. Vielen Dank. Ja, super. Dann habe ich noch, meine Schlafstörungen begleiten mich jetzt schon seit über 10 Jahren. Macht es da Sinn, mit Medikamenten entgegenzuwirken? Es kommt drauf kann an. Kann man das so pauschal beantworten? Nein, das kann man so pauschal nicht beantworten, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Das kommt drauf an, was diese Schlafstörungen für eine Ursache haben. Ob da zum Beispiel eine Schlafapnoe vorliegt, ob da irgendwie was anderes ist. Medikamente, die ganzen Schlafmittel, die es gibt, die bringen im Endeffekt kurzfristig was, aber nicht langfristig. Da wird das Problem eher schlimmer. Man kann vielleicht mit pflanzlichen Medikamenten probieren, Baldrian oder irgendwie sowas, wenn es keine Wechselwirkungen mit Medikamenten gibt, die derjenige sowieso nimmt. Also das ist ein Thema, das würde ich auch mit dem Hausarzt besprechen. Und dann, das ist vielleicht noch ein Hinweis, ist das Thema Schlafhygiene ein wichtiges. Schlafhygiene heißt, wir haben einen zirkadianen Rhythmus, es muss nachts ganz dunkel sein, Schlafzimmer nachts finster, kein Handy, kein gar nichts, abends zur Ruhe kommen, abends nicht mehr zu viel essen, gucken, wie ist das mit dem Alkohol. Alkohol macht enorme Schlafstörungen, man schläft schnell ein, aber ist dafür dann auch wach, wenn man entsprechend veranlagt ist. Ab Mittag keinen Kaffee mehr, solche Dinge, Rituale einführen, sich entspannen, Meditation lernen, ein Entspannungstraining und sei es eine Atemübung machen. Entschuldigung, jetzt brauche ich doch mal, glaube ich, einen Schluck. Ja, das sind vor allem, also ich höre da raus, das sind alles auch Dinge, die man mit Schlafstörungen ganz unabhängig von der Fatigue ja auch als generell bekommen kann. Ja. Und dann auch in dem Fall helfen können. Ja. Frau Dr. Fischer, wir hatten am Anfang die Teilnehmerin, die gefragt hat, ich lese es einmal nochmal vor, ob auch ohne Therapie es eine Fatigue geben kann. Und sie hat es nochmal zusätzlich Informationen geschickt. Jetzt muss ich hier wieder noch runter. Ich erinnere mich an, genau, es war nur in Anführungszeichen eine OP, Endometriumkarzinom, abdominale HE. Okay. Würden Sie sagen, das kann auch zu einer Fatigue führen oder ist das generell sowieso dauernd üblich aus Ihrer Erfahrung? Ist nicht dauernd üblich, aber Operationen können zu Fatigue führen. Wir hatten in der Sprechstunde Bayreuth eine Zeit lang eine Gynäkologin, die dann altersbedingt aufgehört hat. Und die hat auch operiert und die hat es regelmäßig beobachtet. Keine Therapie, nur eine Operation.
und dann mit einer Fatigue. Und dann kommt es halt darauf an, wie jemand das psychisch auch verkraftet. Ne, das ist ja auch eine Belastung, so eine Operation, zu wissen, ich habe Krebs gehabt. Also solche Dinge können da theoretisch auch mit reinspielen. Aber generell scheint es so zu sein, dass man nach einer Operation Fatigue kriegen kann. Und wenn dann noch andere Probleme mit im Umfeld sind, kann einem das Leben schon ganz schön vermiesen. Es kann ja sein, dass auch eine Depression noch dabei ist, irgendeine Angst dabei ist. Kann ich von hier aus gar nicht sagen. Aber generell hat diese Ärztin mir immer wieder gesagt, sie hat Patienten, die werden operiert und haben danach Fatigue. Das gibt es. Okay. Vielen Dank. Also ist das für die Teilnehmerin, die jetzt mit dabei war, einfach vielleicht auch nochmal ein Hinweis, das kann davon kommen und dann kann man da auch nochmal genauer drauf schauen. Ja, und gucken, was da sonst noch mit reinspielt, ne? Ja, wir sind. Wenn das ein halbes Jahr später erst angefangen hat, sind wir am Ende, ja. Mhm. Ja. Genau, wir sind zeitlich am Ende. Und gleichzeitig wäre meine Frage an Sie, Frau Dr. Fischer, ob Sie noch 5 Minuten haben, dann würden wir noch so ein paar Fragen im Schnelldurchgang durchgehen. Ja, na klar. Ist das okay für Sie? Na klar. Super. Da kam jetzt auch ganz viel Danke, liebe Frau Dr. Fischer, Ihnen und Ihrem gesamten Team. Herzlichen Dank für die Betreuung. Und viele sind froh, schreiben auch, dass sie bei Ihnen schon waren, dass es die Anlaufstelle gibt. Jetzt kommt hier nochmal eine konkrete Frage. Ich bin durch die Kombination aus Müdigkeit und Gedächtnisstörung in meinem Berufsfeld, Steuerberatung, nicht mehr arbeitsfähig. Ist die TF ein Grund für eine Berentung? Und wenn auch wenn der Krebs, Hodgkin, aktuell besiegt ist? Das ist ein schwieriges Thema. Dame schreibt, auch. Sie lebt seit 3 Jahren von ihrer Erfahrung. Ja, also das ist ein schwieriges Thema mit der Berentung. Es scheint im Moment so zu sein, dass man vielleicht noch eine andere Diagnose mit angibt. Es gibt wenige Gutachter, die sich überhaupt darauf einlassen, bei einer Tumorfatigue, weil es ja auch keine anerkannte Diagnose ist, ein Gutachten zu schreiben. Aber es gibt so vereinzelte. Zum Beispiel gibt es eine Frau Dr. Henry irgendwie in Norddeutschland, die sowas macht. Aber meistens schreiben die dann noch irgendwie eine Depression oder irgendwas anderes mit rein, weil halt die Fatigue keine anerkannte Diagnose ist. Okay. Hier ist, da ist jetzt schon mehrfach auf verschiedene Weisen gefragt worden, wie ist denn die Chance, dass die Fatigue einfach wieder weggeht? Dazu haben wir keine Zahlen. Also es ist so, dass diese akute Fatigue meistens wohl wieder von alleine verschwindet, aber dass es eben dann auch ein Teil ist, der das hat. Wir hatten jetzt in dieser Bayerischen Rundfunk, in dem Interview, hat eine Patientin sich geäußert, da hat das 1,5 Jahre später einfach aufgehört. Das gibt es. Aber ich habe schlicht und ergreifend keine Zahlen. Also es gibt Patienten, die haben das sehr lange und bei anderen geht es sehr kurz. Es kommt sicherlich auch darauf an, was man alles behandeln kann, wie gut man das behandeln kann, wie gut der Patient da auch mitmacht. Ne, wenn jemand ein Sportprogramm durchziehen soll und der macht es, dann wird es besser. Wenn jemand gar nichts macht, wird es vielleicht nicht ohne weiteres besser. Aber ich habe da schlicht und ergreifend keine Zahlen. Das ist einer der Gründe auch, warum wir die Studie machen, um nach 12 Wochen zu gucken, und das ist so aus der Literatur abgeleitet, nützt das was? Bei wie vielen wird es denn besser? Das macht ja keiner. Und Sie müssen sehen, die meisten Interventionen, die in Studien untersucht werden, Sport oder was auch immer, das passiert häufig in Kliniken statt. Da sind die Patienten sowieso, dann machen die 3, 4 Wochen Programm und dann gehen die wieder raus. Diese Langzeituntersuchungen, da gibt es nicht so sehr viele. Und darum kann ich das nicht beantworten. Also ganz sicher ist es, dass es sinnvoll ist, so früh wie möglich mit Behandlungen anzufangen, um die Chronifizierung, das Risiko zu verringern und es dann auch durchzuziehen, so gut es geht. Das glaube ich schon. Da gibt es auch Daten, dass die Chronifizierung dann nicht so wahrscheinlich ist, wenn man da wirklich auch aktiv dagegen angeht. Ich habe hier noch eine Sache, das hatten wir so noch gar nicht, deswegen lese ich das auch nochmal vor. Ich leide seit meiner Krebserkrankung 2015 an Fatigue und schlafe täglich über 10,5 Stunden. Muss ich versuchen, den Schlaf zu reduzieren, obwohl ich mich danach noch schlechter fühle? Also wäre es angezeigt zu sagen, zu viel schlafen kann die Fatigue verschlechtern oder ist Schlafen erstmal gut? Ich würde es ausprobieren. Also es gibt Patienten, die schlafen 16 Stunden. Na, das ist ganz, ganz schlimm. Ich würde es einfach ausprobieren. Was sicherlich ungünstig ist, ist, wenn man tagsüber zu viel schläft. Wenn man kann sich schon mal hinlegen, aber dann vielleicht nach 20 Minuten einen Wecker stellen, weil sonst ist der Schlafdruck weg. 10 Stunden finde ich jetzt nicht so aufregend. Ich schlafe 9. Das geht auch ohne Krebs. Ne? Aber man kann sie einfach mal ausprobieren. Mir ist keine Studie bekannt, wo man sagt, wenn jemand bloß 8 Stunden schläft, dann geht die Fatigue davon weg.
Ich denke, der Körper braucht bestimmte Sachen auch und ja, ausprobieren, wie gesagt, einfach ausprobieren. Aber jedenfalls tagsüber nicht zu viel schlafen, wenn man es vermeiden kann. Insbesondere dann nicht, wenn man da nachts immer wieder wach liegt. Generell finde ich, wenn jemand nachts 10 Stunden schläft, ist Hier ist noch doch die Frage. schlecht. Ein Traum wäre natürlich, ich stelle mir das gerade vor. Die Frage ist hier noch nach Klinikbehandlung. Sie haben gesagt, ICD-10, ICD-11 wahrscheinlich auch nicht, ist Fatigue als Diagnose gar nicht anerkannt, aber gibt es trotzdem klinische Behandlungen, stationäre Behandlungen bei Fatigue? Im Bereich der Reha tut sich da jetzt einiges. Man kann einfach versuchen, eine Reha zu machen. Ja. Und das wird von vielen auch als hilfreich beschrieben. Es sollte eine Klinik sein, die von Fatigue was weiß. Eine Reha-Klinik, die sich mit Fatigue auskennt. Und das muss man im Vorfeld abklären. Weil was nicht passieren darf, das ist in manchen Reha-Kliniken, die mit Fatigue nichts zu tun haben, offensichtlich so, die Patienten haben ein Programm von früh bis abends. Na, da 8 Frühstück und dann Sport und dann Schwimmen und dann Vortrag und was weiß ich nicht noch alles. Und das kann dann zu viel werden. Aber grundsätzlich eine Reha-Klinik, das ist keine schlechte Sache. Manchmal helfen auch so Kliniken für so Naturheilverfahren ganz gut weiter. Sowas kann man schon probieren. Ja, unbedingt. Eine teilnehmende Person hat jetzt auch noch geschrieben, das würde ich dann vielleicht als letzte Frage nehmen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an die vielen, die auch jetzt Tipps geteilt haben bei anderen und darunter geschrieben haben. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Ich lese das jetzt einfach mal nicht alles vor, aber vielen Dank für die rege Beteiligung und die Diskussion auch hier. Das ist klasse, sind immer noch 70 dabei. Also das ist Ja, super. Auch von mir ganz herzlichen da Dank. würde ich eine Frage trotzdem. Ja. Und ich würde eine Frage noch aufgreifen, und zwar, weil das hatten wir auch so noch nicht, aber ist es mir jetzt hingerutscht, da hat eine teilnehmende Person geschrieben, ach genau, dass sie insgesamt 6 Operationen hatte. Den Blasentumor, die Entfernung, dann 5 Nachoperationen, das Ganze zwischen 2019 und 2022. Person ist 70 Jahre alt, oft müde, antriebslos und hat natürlich die Frage, kann das auch von den vielen Vollnarkosen einfach kommen? Das war wohl bisher immer der Gedanke. Und natürlich schwingt da auch die Angst mit, dass der Krebs zurückkommt. Also, was können Sie denn Also dafür man empfehlen? kann aus der Fatigue nicht schließen, dass der Krebs zurückkommt. Das sicherlich nicht. Das ist eine Begleiterscheinung. Das ist nicht gleichbedeutend mit, das ist ja das, was ich am Anfang so versucht habe anzudeuten. Man hat ein unklares Symptom, hat Angst, vielleicht gerade wenn der Krebs zufällig entdeckt wurde und man war vielleicht schon so ein bisschen müde, um Gottes Willen, wie wird es denn jetzt wieder weitergehen? Das kann man daraus nicht schließen. Ich denke, dass 6 Vollnarkosen sicherlich nicht ganz ohne sind, aber das kommt auch wieder darauf an, was es genau war, wie lange die Operation gedauert hat. Das kann man so einfach nicht sagen. Ich glaube, dass man, wenn man so das alles behandelt hat, dass man ein Stück weit vielleicht ja, akzeptieren muss, dass manches nicht mehr ganz so ist wie vorher und dass man sich versucht, auch auf das zu konzentrieren, was noch geht und im Zweifel immer mit dem Hausarzt drüber reden. Ich kann über diese Narkosen nicht sagen, weil ich das einfach nicht weiß. Man weiß von Narkosen, wenn sehr lange Narkosen sind, dass die Leute Gedächtnisprobleme danach eine gewisse Zeit haben. Das gibt es. Aber dass das eine Fatigue auslöst, habe ich jetzt noch nie gehört. Auch da mag die Belastung auch eine starke Rolle mit reinspielen, weil das ist natürlich schwierig, wenn man so eine Operation hat und 6 Operationen kriegt. Da geht man ja auf dem Zahnfleisch. Das schafft, ne? Da braucht man gar nicht 70 Jahre alt zu werden. Das geht auch früher. Das ist sicherlich sehr belastend. Und vielleicht kann diejenige damit lernen, vielleicht ein bisschen ja, besser damit umzugehen. Ich würde so jemanden gerne auch in die örtliche psychosoziale Krebsberatungsstelle schicken, mit einem Psychoonkologen zu sprechen, um zu gucken, was ist da genau los? Gibt es da noch andere Faktoren, die das mit begünstigen und kann man die entschärfen? Also so in die Richtung würde ich jetzt denken. Das nicht alleine durchstehen. Nicht alleine durchstehen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und Ja. gleichzeitig haben Sie ganz am Anfang von Ihrem Vortrag auch gesagt, dass das Umfeld oft mit sehr wenig Verständnis Ja, reagiert, wenn na man klar. Fatigue hat, dass Na dann klar. müde Sätze kommen. Ich habe mir das aufgeschrieben, schlaf dich mal aus. Ja, Das wird schon nicht natürlich. wieder. Ja, wir sind alle müde, ne? Klar. Vielleicht zum Schluss, die wir jetzt, weil wir Ihren Vortrag gehört haben, weil wir jetzt sensibilisiert sind für dieses Thema, weil vielleicht einige der Zusehenden sowieso als Krebsbetroffene auch von Fatigue betroffen sind. Aber vielleicht auch Leute zuschauen, die vielleicht sich bessere Worte wünschen, haben Sie eine Idee, wenn einem jemand davon erzählt, was man sagen kann, was hilfreich ist? Oder gilt hier das Gleiche wie bei so vielen Sachen, lieber nichts sagen als Quatsch sagen? Naja,
Das würde ich machen. Also wenn es in der Familie wäre, würde ich dem einfach eine Broschüre von der Bayerischen Krebsgesellschaft oder von den Krebsgesellschaften. Es gibt ja genügend Broschüren über tumorassoziierte Fatigue. Gibt es von der Deutschen Krebshilfe, gibt es von den Krebsgesellschaften. Dem würde ich das geben, sage, ja, guck mal, ich spinne nicht, ne? Das ist so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz schwieriges Thema. Und wenn das jemand ist, mit dem man so gar nichts zu tun hat, weiter, dem würde ich einfach nichts mehr sagen. Es hat ja keinen Sinn. Ne? Es gibt Leute, die glauben halt das, was sie glauben. Man kann da nicht jeden überzeugen. Ja. Aber ansonsten natürlich, wenn man die Kraft dazu hat und die Energie hat, zu sagen, nein, das stimmt nicht. Guck mal nach, schau mal auf der Webseite der Bayerischen Krebsgesellschaft. Guck mal auf der Webseite vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Guck mal überall. Das gibt es tatsächlich. Frau Dr. Fischer, vielen Dank, dass Sie uns... Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns für dieses Thema so sensibilisiert haben heute. Und ich glaube, wann immer ich mit dem Thema konfrontiert bin, sein werde in der Zukunft, kann ich sowas sagen wie, ich habe da mal im Juni 2023 einen Vortrag gehört von Frau Dr. Fischer. Der ist auch noch online. Möchtest du den anschauen? Ich schicke dir mal den Link. Ich weiß, dass das Thema ein wichtiges ist und dass man da einiges machen kann. Denn das habe ich von Ihnen mitgenommen, dass es wirklich viel gibt, das man tun kann. Und ich wünsche den anderen Bundesländern, dass sie irgendwann eine so gezielte Beratung zum Thema Fatigue haben, wie sie das in Bayern initiiert und aufgebaut haben. Also vielen Dank auch dafür. Also in der Charité darf ich... Frau Gill. Ja, Sie dürfen das, klar. Noch. In der Charité gibt es auch eine Tumor-Fatigue-Sprechstunde. Aber die nehmen bloß Patienten aus Berlin. Die Frau Professor Scheibenbogen, die hat auch eine Sprechstunde für Chronic Fatigue Syndrom. Also alle, die in Berlin wohnen, wären da gut aufgehoben. In Google eingeben, Fatigue Sprechstunde Charité, da finden sie alles. Das fällt mir auch noch ein. Bloß da denke ich immer nicht dran, weil wir haben mal versucht, Leute dahin zu schicken und die können halt aus Kapazitätsgründen auch nur die nehmen, die dort wohnen. Und die sind seit dem Thema Corona noch mal mehr überlaufen als vorher. Das Forschung kann man so sehen. Sehr, sehr viel. Genau. In die Richtung. Also nochmal vielen, vielen Dank Ihnen, Frau Dr. Fischer, aber auch an Frau Gilbert und an Frau Messelmeier, die im Hintergrund gewirbelt haben und jetzt auch sich noch ganz viel beantwortet haben. Vielen Dank an alle, die zugesehen haben, die teilgenommen haben und vielleicht an der Stelle der Hinweis, wenn Ihnen solche Online-Veranstaltungen gefallen, wenn Sie sagen, das finde ich interessant, das mag ich. Die Bayerische Krebsgesellschaft hat mehrere solche Veranstaltungen auch. Zum Beispiel gibt es den Krebspatiententag Bayern. Einfach unter www.krebs-patienten-tag.bayern am 17.06.2023. Da finden Sie aber auch Informationen, wenn Sie auf die Website der Bayerischen Krebsgesellschaft gehen.